Einen schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich wollte weiterspielen. Jagged Alliance. Ah, hallo Tyrawal. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Streamentzug. Ja, ja, ich will wieder ein bisschen weiterkommen. Morgen habe ich keine Zeit zum Streamen. Da werde ich was zusammen mit dem Chris Schuh ma machen. Was? Verrate ich noch nicht. Aber vielleicht erfahrt ihr das dann bald, sofern das dann erfolgreich wird. Ansonsten, ja, geht's mir soweit ganz okay. Ich habe ein bisschen. Oh, neues Spiel. Ich habe ein bisschen Halskratzen, ein bisschen Husten. Aber eigentlich nichts weiter Schlimmes. Von daher, alles gut. Moment mal, habe ich ge gestern gar nicht richtig gespeichert? Nur so ein Quicksave-Speicherstand? Hoffentlich bin ich da an der richtigen Stelle, wenn ich jetzt lade. Gestern, vorgestern natürlich. Umbau. Was meinst du mit Umbau? Ich hoffe, ich bin an der richtigen Stelle, aber wenn nicht, dann kann auch nicht so viel passiert sein. Ja, ich glaube, ich bin nicht ganz an der richtigen Stelle. Ich bin noch nicht hier bei den Kisten. Ich glaube, ich bin mit denen hier noch rüber gewandert. Nee, damit hat es nichts zu tun. Okay, Moment mal. Ist denn mein Trevor schon aufgestiegen? Ja. Stufe 3 sind sie schon. Okay, dann habe ich das zumindest schon gemacht. Dann werde ich auch schon mit Walker geredet haben. Ja, er ist auch schon betrunken. Aber er redet leider nicht. Schade. Ich hab übrigens mal nachgesucht, ob ich die Textpassagen finde von Pater Walker, aber es war zumindest nicht so einfach. Also sie sind garantiert in irgendeinem Video von irgendeinem YouTuber oder Streamer zu finden und möglicherweise sogar auf Deutsch, was er sagt, wenn er betrunken ist. Der Pater ist da nämlich doch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet, was die Herren angeht. Also die Adriana, die ja hier das Ihr Land seid? quasi beherrscht und vor der wir das Land befreien sollen. Und da ist er dann, hat er dann ein etwas lockeres Ja. Mundwerk, aber leider scheint das irgendwie kaputt zu sein. Keine Ahnung warum. Okay. Jawohl. So, genau, hier in dieser großen Fabrikhalle findet man noch einen Charakter. Und das ist die Doreen. Die steht auch direkt dort. Und man findet ganz viele Kinder, Fabrikskinder. Wie man das so kennt, ne? Fabrikskinder sieht man ja auch überall bei uns. In den Fabriken. Ihr seid. Spaß. Okay. So. Und dann werden wir mal mit Doreen sprechen. Ich speichere aber vorher nochmal. Ja. Bin bereit. Haben Sie
Haben Sie sie alle umstellt? Das wollte ich in der Form eigentlich noch gar nicht machen. Ja. Ja. Und ich glaube auch, mein Söldner mit der größten Führungsstärke Ja. müsste Bin auch Chris bereit. sein mit Ja. den Ja. 35. Das ist auch so. Und deswegen rede ich immer mit ihm. Und wir schauen mal, was er aus ihr so rausbekommt. Die reagieren manchmal anders, wenn die Söldner größere Führungsstärke haben. Also, ja, müssen wir mal schauen. Ich bin Doreen Harris, die Leiterin dieser Fabrik. Dies ist ein Privatunternehmen und Sie haben hier nichts verloren. Hier gibt's nichts, was für Sie und Ihren Krieg interessant wäre. Wir machen nur Baseballcaps und Sweatshirts mit den Namen berühmter Sportler. Zum Beispiel Date Renner. Das führt zu nichts. Okay, das führt zu nichts. Er, sie. Ich verstehe vollkommen, dass Ihnen das Alter der Arbeiter Sorgen bereitet. Ich war anfangs auch erstaunt. Sie sind viel älter, als Sie aussehen. Das liegt an den außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen. Die verleihen Ihnen diesen jugendlichen Look. Was heißt da, Sie sollten zur Schule gehen? Sie sind doch in der Schule. Das hier ist die Schule. Die Schule des Lebens. Hören Sie, ich habe jetzt genug. Ich leite eine Fabrik und ich leite sie verdammt nochmal so, wie ich es will. Wenn Ihnen das nicht passt, Ihr Pech. Die Herrin wird sich noch früh genug mit Ihnen befassen. Ihr Urteil wird endgültig sein. Genießen Sie den Rest Ihres kurzen Lebens. Also die fühlt sich sehr wohl hier unter der Knute von Daydrenner. Die Herrin wird sich noch früh genug mit Ihnen. Okay. Die Herrin wird sich noch früh genug mit Ihnen befassen. Gut. Ich drücke nochmal auf Rekrutieren. Die Herrin wird sich noch früh genug. Rein spaßeshalber. Also, was man hier machen kann, ich glaube, wenn man einen Söldner hat mit einer Führungsstärke von über 50 oder über 70, irgendwie in dem Bereich, dann kann man sie rumkriegen. Und man kann sie dazu kriegen, die Fabrik aufzugeben. Aber mein Chris ist leider nicht führungsstark genug und von daher klappt es an der Stelle nicht. Dennoch gibt es jetzt eine Möglichkeit, diese Quest hier zu beenden. Tyras, rate mal welche. Oder falls noch jemand anderes im Stream ist, dann kann natürlich gerne mitgeraten werden. So, und Doreen scheint grausam mit Kindern umzugehen. Genau, das ist diese Quest. Und die wollen wir hier abschließen. Und auf eine Sache können wir hier achten. Wir haben jetzt aktuell bei Indrassen 40% Loyalität. Ich habe noch nicht ganz Drassen erobert. Von daher gibt es eh noch mehr Loyalität, wenn ich ganz Drassen erobert habe. Aber die Brille aufsetzen, wegen der 40%, ist das so klein? Oder wegen der Quest hier? Was ist denn dein Tipp, wie die Aufgabe erledigt werden kann mit Doreen? Oder Doreen? Doreen Harris, das ist der englische Name. Hast du einen Tipp? Sag einfach nein, wenn ich. Okay. Ja, es ist recht profan. Ha! Diamantrex, hallo! Hallo, mein größter Fan. ja, es ist eigentlich recht easy. Ich erschieße sie. Und dann habe ich die Quest beendet.
Die Sache ist die, üblicherweise darf man Zivilisten nicht töten, weil das dafür sorgt, dass die Loyalität in einem Ort sinkt. Allerdings dürfte Doreen so unbeliebt sein. Danke, Diamantrex. Am besten, wenn ich den nächsten Sektor betrete. Dann diese Rucksackerinnerung, falls ich es vergessen sollte. Spammst du die jetzt durch? Du hast auch immer eine Möglichkeit, findest auch immer eine Möglichkeit, wie man so einen Stream hacken kann, ne? Wobei das nicht so spaßig ist mit dem Rucksack, glaube ich, ne? Wie mit Hans. Okay, also ich erschieße sie und ja, aber es ist ja auch eine gute Erinnerung. Und vielleicht, Hans war ein Kanalpunkt, genau. Vielleicht kriege ich es ja auch irgendwann hin, dass ich es nicht mehr vergesse. Und dann muss ich mich auch nicht mehr erinnern lassen. Ja, und dann immer noch dieses kleiner als drei Zeichen, genau. Vielleicht kann ich auch mal Ach, vielleicht kann ich hier irgendjemand noch die Kraft verbessern lassen. Das ist ja vielleicht noch eine Idee. Vielleicht meine gute Bin Fox, bereit. die ich ja eh schon hier zur Hier. Türöffnerin gemacht habe. Bin bereit. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch keinen Hans. Ich glaube, das ist nur so ein Ding, wenn man entweder Abonnent ist oder Moderator, keine Ahnung. Ja, also ich guck mal, was passiert, wenn ich ihr eine Backpfeife gebe. Sie Idiot! Sie Idiot, okay. Oh, nee, 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 nee. Chris, das darf so nicht passieren. Das Problem ist, sofern sie eine Möglichkeit hat, davon zu laufen. Ups, das wollte ich jetzt auch nicht. Sofern sie eine Möglichkeit Ja, hat, davon zu bin laufen, bereit. macht sie das natürlich auch. Und deswegen wollte ich jetzt hier mit Fox weiter trainieren. Ich muss sie ja nicht erschießen, ich habe eh so wenig Munition. Ein Punkt an Kraft gewonnen. Ich lerne schnell. Was liegt denn da? Okay, also Ira hat sogar an Erfahrung gewonnen, weil jetzt die Quest abgeschlossen wird und jedes Mal, wenn man eine Quest abschließt, wird auch Erfahrung hinzugewonnen. Und bei Fox ist es jetzt tatsächlich so, dass sie fast schon Stufe 4 ist. Das ist ja auch ein bisschen doof, weil sie dann auch wieder teurer wird. Also Trevor auch. Trevor auch. Nun ja, jetzt haben wir auf jeden Fall 15% mehr Loyalität in Russen. Ja, das war ganz schön gemein, ne? Das war schon ein bisschen gemein. Aber so habe ich zumindest Munition gespart und die Fox hat nochmal einen Kraftpunkt hinzubekommen. Und Kraft ist auch dafür wichtig, dass sie mehr tragen kann. Also je mehr Kraftpunkte ein Söldner, eine Söldnerin hat, desto mehr können die mit sich rumtragen. Und bei den Männern ist es hier eigentlich alles ganz, sieht es alles ganz gut aus. Bei den beiden Frauen ist da nicht so viel Tragemöglichkeit vorhanden. Genau. Ein FP in die Nase zahlen.
Hast du gelevelt, Diamantrex? Also, ich habe doch sowieso bei dir schon eingezahlt. Glaube ich. Na, in welches? Ach, schon wieder ein neues Level. Okay. Ja, ich weiß ja auch nicht, wohin mit meinen Forge-Punkten. Von daher sehr gerne. Sehr gerne, Diamantrex. Das mache ich mal eben. Wer ist eigentlich dieser Diamantrex? Der ist doch hier gar nicht. Ach, ich habe 25 in dein Zeus gezahlt. Habe ich irgendwie mich verguckt? Ach nee, das ist die alte Einzahlung noch, ne? So, ich habe einfach alles reingekippt, was ich noch hatte. Genau, also die Quest sollte jetzt tatsächlich beendet sein und vielleicht ist sie jetzt auch schwarz. Muss mal gucken im Logbuch. Ja, die ist jetzt tatsächlich auch schwarz geworden. Das mit Omerta, dass die Rebellen die Nahrungsmittel, also diese Quest noch nicht beendet ist, das liegt daran, dass das Essen erst morgen in Omerta ist. Und erst morgen beendet sich dann auch die Quest. Ich weiß gar nicht, ob sie dann Erfahrung bekommen, aber ich glaube nicht. Die Erfahrung haben sie ja schon bekommen, als ich mit Pater Walker gesprochen habe. Nee, der Markusdom ist ein zu großer Bauch. So, die liebe Doreen, Hier. die lässt auch was fallen. Das können wir jetzt mal aufsammeln. Wo ist es denn? Da. Geld, Schlüssel und Jägerweste. Ist gar nicht mehr, was die Jägerweste ist. Hebe ich mal Hier alles ist es. auf. Aha, okay. Den Schlüssel, den kann ich mir hier in die Schlüsselleiste packen. Da wird er dann auch behalten. Und hier steht nur ein glänzender Schlüssel, der wohl für kein gewöhnliches Schloss bestimmt ist. Im perfekten Zustand 100%. Boah, der ist sogar wasserdicht, der Schlüssel. So, Geld hat sie auch dabei gehabt, aber nicht viel, nur 20 Dollar. Aber ist ja nicht schlecht. Und eine Jägerweste. Die ist ein bisschen beschädigt, ist wasserdicht. Ja, und hat tatsächlich überhaupt keine Fähigkeiten. Also es wäre rein eine Styling-Geschichte, wenn die Jägerweste irgendjemand von meinen Söldnern bekommen würde. Aber alle haben bereits eine Weste. Ira hat zwar nur eine Pilotenjacke, aber die hat zumindest einen gewissen Rüstungswert von 2. Und selbst die Daedra Rules Shirts hat einen Rüstungswert von 1. Also diese Jägerweste ist wirklich nochmal schlechter. Nochmal schlechter. Ist ja verrückt, dass das noch schlechter geht. Oder ist sie für was anderes gut? Moment mal. Moment mal, die ist für was anderes gut, oder? Was macht man mit der Jägerweste? Die ist ja gar keine Rüstung. Man kann die ja gar nicht hier anlegen. Gute Nacht. Koroni. Koroni, ja. Ich dich auch. Tschüss. Gute Nacht. Ja, ich habe festgestellt, wofür die Jägerweste gut ist. Und zwar ist es eine alternative Weste, die ich hier anlegen kann. Und zwar kann ich hier die Jägerweste anziehen und dann hat Grizzly zum Beispiel noch zusätzlichen Taschenplatz. Das ist sozusagen was man unterziehen kann, unter die Rüstung oder drüber. Und dann kann er ein bisschen mehr tragen. So kann er ja nur
So hätte er nur Platz für. Oh. Gegenstände zusammenfügen. Geht ja gar nicht. Moment, das geht doch gar nicht, oder? Nee, es geht nicht. Ich muss das mal auf den Boden legen. So, wenn ich die jetzt wieder rausnehme, die Jägerweste, dann hat er nur zwei Taschen, wo ich was Kleines reinlegen kann, wie zum Beispiel vier Munition. Und so habe ich schon deutlich mehr Platz. Da habe ich zwei große Taschen, vier kleine und eine Tasche für eine Flasche auch noch. Da kann ich dann die Molotow-Cocktail zum Beispiel reinlegen. Ich hab's. Aber der ist ja hier auch schon ganz gut. Kuruni, ja. Kuruni nehmen. Genau. Okay, sehr schön. Dann hat der Grizzly auch jetzt eine Weste. Der kann ja auch reichlich tragen mit seinen 95 Kraft, von daher ist es bei ihm schon am besten angelegt. Die Ira hat eine ganz gute Weste. Gürteltasche nennt sich das aber. Da kann sie sogar eine Pistole mit rumtragen. Ich glaube, das kann jetzt seine Jägerweste nicht. Nee, da passt keine Pistole rein. Aber Dinge hier, naja doch, so eine kleine Pistole würde hier in so eine Tasche passen. Aber die ist schon zu groß. Ja. Okay. Den Stein kann ich auch hier hinlegen. Naja. Okay. Schauen wir mal, ob wir mit dem Schlüssel was anfangen können. Können wir nämlich. Ich mache erstmal das hier oben auf. Wollte doch Chris anklicken. Eine Sanitasche. Mensch. Die werden wir auch gleich noch mitnehmen. Jetzt mal gucken, wo wir noch Platz haben. Hier. Chris hat noch Platz. Ja. Bin bereit. Hier. Ja. Ja. Bin bereit. Fox hat schon auch noch Platz. Oder Ira, aber die wird es ganz schön belasten. Hier hab ich's. Naja, gut, 6%, das geht. Das geht. Hier. Okay, gut. Hier hinten ist nämlich noch ein kleines Büro. Und wir werden gleich sehen, dass dieses Büro tatsächlich verschlossen ist. Wo läuft er denn so langsam? Und man könnte jetzt natürlich versuchen, mit der Brechstange daran zu gehen oder mit roher Gewalt und das aufzutreten. Aber ich glaube, das wird verdammter Mist an der Stelle nichts bringen. Das schaffe ich nie. Sagt auch, das schaffe ich nie. Verdammter Mist. Ich glaube, er hat gerade noch ein bisschen verdammter Mist Kraft hinzugewonnen. Das schaffe ich nie. Wie dem auch sei, man kann ihn so auch einfach aufschließen mit diesem Schlüssel. Weil das nämlich der Schlüssel für diese Tür ist. Super. Und dann finden wir noch ein paar schöne Gegenstände. Hey. Energiebooster. Hier ist es. Ja, die nehme ich mal. Die nehme ich mir mal. Die könnte vielleicht sich jetzt der Grizzly in diese Taschen packen. Ah, das kann ich mir gleich nochmal im taktischen Bildschirm angucken. Da ist es, glaube ich, einfacher. Das zu verteilen, weil dann kann ich die Energiebooster hier nochmal ablegen. Und Grizzly, wenn du so eine schöne Jägerweste hast, dann pack doch die Energiebooster da rein. Und dann haben wir die schon mal gut verstaut. Schauen wir mal, was es hier nochmal an Geld gibt. Oh, 450, das ist ja schon mal ein bisschen besser. Die kann ich hier nirgendwo einzahlen, glaube ich. Und eine MP5K,
eine leichte Maschinenpistole. Das ist natürlich dann schon mal nicht schlecht. Die MP5K ist eine der kleinsten und tödlichsten Maschinenpistolen der weltweit. Sie ist bei Spezialeinheiten, Drogenkartellen und Terroristen gleichermaßen beliebt. Ja. Ja, das ist natürlich nicht schlecht und die ist sogar vom Zustand noch recht gut. Ich würde sagen, Grizzly hat eine neue Waffe bekommen. Und zwar eine MP5K, die werde ich erstmal voll laden. Und wir haben auch einen anderen Magazintyp hier. Also ein langes Magazin. Generell ist es ja das gleiche. Erstmal umkonvertieren. Hohlspitz. Ja, das lange Magazin kriege ich da nicht in die Tasche. Von daher... Oh, vielleicht lasse ich das dann doch so. Also, ihm mangelt es schon wirklich deutlich an Taschenplatz. Moment mal. Ich mache erstmal hier die drei Sachen. Shift. Oh. Ich habe die Taste nicht gedrückt. Ich kann sie. Es fliegt jetzt, glaube ich, gleich raus. Oder? Ha, Glück gehabt. Bin noch im Spiel. Ja, ist es jetzt schon im richtigen Spiel? Das ist was ich gerne auch mir noch aufschreiben würde. Neue Münzoptionen oder neue Münzkaufoptionen oder FP-Kaufoptionen. Genau, FP. Genau. Das könnte ich mal in einem Forge of Empires Stream ansprechen. Falls wir mal wieder einen machen. Ja, das ist sicherlich praktisch. Okay. Gut, dann stecke ich mir erstmal das Geld ein. Weil das anscheinend im taktischen Screen nicht geht. Hier ist es. Dann habe ich nochmal 450 mehr. Und ja. Da muss ich nochmal gucken hier, wegen der MP5K. Achso, nee, ich wollte ja noch was anderes machen. Und zwar, wie war das jetzt? Shift N. Shift R. Sehr schön. Shift B. Ah ja, ach so, Shift B ist der Backpack. Das hätte ich jetzt nicht machen brauchen. Hier ist es. Okay. Aber Nachladen war wichtig, denn durch das Nachladen hat Grizzly jetzt weniger Munition im Inventar. Achso, die Waffe hat er gar nicht nachgeladen. Weil er sie nicht mehr in der Hand hat. Egal, lade ich so nach. Aber er hat jetzt auf jeden Fall weniger Munition. Er kann auch beide Waffen halten, aber er ist jetzt kein Experte für zweimal, also für Waffen in beiden Händen halten. Das ist nämlich die Fox und deswegen soll die Fox das auch machen. Okay, dann lasse ich jetzt erstmal diese Munition dort so drin und übergebe Fox... Übergebe Fox. Ich schau mal, ob sie alles haben kann. Ich gebe ihr den Rest. Ob sie alles tragen kann. So, das ist noch rein. Nicht vollständig. Egal. Gut. Und... Dann kann sie aber die Hohlspitzmunition nicht mehr mit sich rumtragen. Es sei denn, ich packe sie in ihre Spezialtasche.
Ja, dann mache ich das halt. Da kann ich sie auch reinpacken. Gut. Mal gucken. Ich kann doch bestimmt jetzt Grizzly. Nee, Klebeband hat auch keinen Platz mehr fürs Klebeband. Ira kann das in diese Tasche mit reinnehmen. Naja, dann kann ich es auch bei Fox lassen. Oder doch, ich packe sie in die Tasche von Ira. Okay. Gut. Der Rucksack, den hat Chris. Das ist der hier. Und da kann man nochmal zusätzliche Sachen reinpacken, wenn man einen Rucksack hat. Genau, also das sind hier alles so kleine Taschen. Das gibt es im Originalspiel nicht. Da bekommt man später auch noch andere, die dann besser ist und mehr Ausstattung haben. Das Problem mit dem Rucksack ist nur, dass der Rucksack halt so schwer ist, dass er die Söldner auch ein bisschen beim Laufen behindert. Mensch, kann man hier noch draufklicken? Das irgendwo steht. Dieser Rucksack gehört zum Tim's Set und besteht aus einem Rucksack und Kampftasche. Wenn Sie große Gegenstände durch das Gelände schleppen wollen, werden Sie einen Rucksack wie diesen benötigen. Genau, also jetzt habe ich gar nicht so wirklich viele große Gegenstände. Aber ja, ich kriege zumindest hier die Sunny-Tasche unter. Das ist ein großer Gegenstand. Und die anderen Sachen hätte ich auch in eine kleine Tasche packen können. Aber das sind halt Sachen, die ich nicht brauche im Kampf, weil ich die Munition nicht verwenden kann bisher, weil ich keine Waffen habe, für die Munition geeignet ist. Und von daher ist es ganz gut, wenn ich die einfach mit ablege. Ich könnte natürlich da auch jetzt das Klebeband mit reinlegen. Ist ja auch so eine Sache, die ich jetzt im Kampf nicht brauche. Oder auch hier mein Zweibein. Genau. Weil ich noch keine Waffe habe, wo ich das anbringen kann. Ja. Das gleiche gilt jetzt auch hier für die Taschen, diese Gürteltasche oder auch die Jägerweste, die ich jetzt bekommen habe. Oder diese Kampftasche. Und die Gegenstände, die bleiben da auch drin. Ich kann das halt ab hier ablegen, dann sehe ich mit dem Stern, dass da was drin ist. Und kann es dann wieder anlegen. Man könnte sogar Folgendes machen, dass man die rausnimmt und hier jetzt im Rucksack ablegt. Das geht dann aber, glaube ich, nur so rum. Also den Rucksack kann ich jetzt nicht hier zum Beispiel in diese kleine Tasche machen. Das wäre dann auch ein bisschen verrückt, glaube ich, wenn das gehen würde. Und für die Pistolen gibt es hier auch so Pistolenholster, die sie haben können. Ansonsten, wenn sie die nicht haben, dann haben sie halt einfach eine Tasche, wo sie was verstauen können. Sozusagen eine Hosentasche. Genau, im Originalspiel hat man nur eine große Tasche, wo man irgendwie alles verstauen kann. Und in der Erweiterung gibt es halt hier so verschiedene Spezialtaschen. Und man findet dann im Laufe des Spiels auch noch andere Taschen. Zum Beispiel auch andere Rucksäcke, die dann eher geeignet sind für kleine Sachen. Man sieht ja hier, bei diesem Rucksack hat man nur vier große Taschen, aber keine von diesen kleinen. Und je nachdem, was man für Taschen gefunden hat und anlegt, hat man dann irgendwie andere Slots, die man benutzen kann. Gut, dann wäre dieser Sektor erledigt und ich würde mich aufmachen, den letzten Sektor zu befreien, und zwar den untersten, wo dann auch die Mine ist und wo ich mir ein tägliches Einkommen besorgen kann, wo ich dann auch den Trevor für länger anstellen kann und auch die anderen. Juhu! So, nachgeladen habe ich ja schon. Muss ich noch irgendwas machen? Irgendwas beachten? Nee. Halte die Augen offen. Meine Sensoren bestätigen Feinde in der Gegend. Sehr schön. Dann gehen wir zum Sektor und versuchen uns den freizukämpfen. Und ich merke gerade, ich muss auf Toilette. Gibt's ja nicht. Speichern, richtig. Speichern nicht vergessen. Insbesondere, weil das Spiel auch gerne dazu neigt, abzustürzen. Oder wenn ich hier irgendwas Falsches drücke und ich den ins Windows komme, Kacktraut, ich ins Windows komme, dann ist auch das Spiel leider, hängt sich das dann auf. Und hier ist es so, dass ich immer so starte, dass ich hier hinter diesem großen Gebäude zwischen den Steinen und den Bäumen lande. Für den Fall, dass hier schon ein Gegner auf der Karte ist,
kann ich dann direkt mich in den, hinter den Steinen und den Bäumen in Deckung begeben. Wenn da kein Gegner auf der Karte ist, werde ich hier auf das Dach klettern und habe dann hier Einblick in diesen großen Vorbereich. Genau, also ich lasse die einfach gruppiert und setze sie alle da ab. Ich könnte nur überlegen, ob ich vielleicht einen Söldner hier rüber schicke, aber das ist ein bisschen gefährlich. Vielleicht sollte ich eher, wenn dann eher zwei Söldner irgendwie hier rüber schicken. Aber ich behalte sie lieber alle beisammen, glaube ich. Ja. Okay, und tatsächlich passiert jetzt auch erstmal gar nichts. Gut, ich bin gleich zurück. Oh, meine Tasten funktionieren nicht. Warum funktionieren? Doch, sie funktionieren. Okay, bis gleich. Jockel musste ja in seinem 24-Stunden-Stream bestimmt so einige Male auf Toilette. Und vielleicht war er sogar zwischendurch kacktraut. Darf das Alcatraz auch unten links stehen? Warum nicht? Rucksack. Sehr gut, danke dir, Tyrawal. Hätte ich tatsächlich vergessen. So, Shift-B. Und da liegt der Rucksack auch schon im Dreck. Und ich kann in den Kampf einsteigen. Hätte ich wieder vergessen. Muss oben rechts stehen für einen Rang 1 Spieler. Keine Ahnung. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wegen, ich glaube, das war Alt S. Nee, Quatsch, nee, Alt S ist es nicht. Alt Z. Alt, Z. Ja, irgendwann habe ich die wieder drauf, damit sie schleichen. Alles klar. Sie sind schön laut beim Reden, aber das höre nur ich. Das hören die Gegner nicht, wenn die reden. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Okay, da sind sie schon. Jetzt überlege ich... 5k Kanalpunkte... Bald gibt es den Werbekommand. Sehr schön. Ja, mach doch. Mach doch. Wofür willst du werben? Für die Gilde auf W, nehme ich an. Okay. Ihr seid fleißig, fleißig am Sammeln. Und einen Kanalpunkt kann man immer raushauen, ne? Okay, ich überlege, ob ich ihn jetzt lieber angreife oder ob ich lieber erstmal aufs Dach gehe, weil man vom Dach aus relativ gut angreifen kann. Wiederum. Yep. Na, ich werde ihn jetzt angreifen, weil ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel, da groß zu warten. Ich mache nochmal... Alt-Z, um den Stealth-Modus wieder auszuschalten, weil jetzt sind sie ja eh schon informiert. Und dann werde ich mal mit Ira
Ah, das ist aber immer wieder schade, nicht mit ihr zu schießen. Weil sie soll ja auch üben. Sie soll ja auch üben. Ach, ich habe ja die Munition. Für die Makarov von Ira brauche ich die. Dafür brauche ich diese 9x18 und nicht die 9x19. Die bei Chris im Rucksack sind. Die Kugeln. Sollte ich denn damit schießen? Ich meine, mit der Pistole kommt sie ja auch nicht klar. Die ist jetzt bei 71% und die ist bei 69%. Naja. Also sie kommt schon damit klar, aber die geht halt ständig kaputt. Deswegen hat sie jetzt auch schon so viel Technikfähigkeit gewonnen. Ja. Ja, gute Idee. Gute Idee, Diamantrix. Kannst du gerne machen. Okay. Okay. Ich muss ja mit jemandem auch meinen Rücken sichern. Das ist halt das Problem. Und wenn ich die jetzt alle in die Richtung schauen lasse, im Moment sehen sie zumindest hier die Ecke noch ganz gut. Ich stelle mal den Trevor hier hinter den Stein. Dreh ihn Richtung Gegner und leg ihn hin. Okay, jetzt sieht er die Ecke nicht mehr gut. Jetzt sieht er die Ecke nicht mehr gut. Das ist halt das Problem an der Stelle. Wie viel hat denn der noch überhaupt von Munition? Ah, ich versuche mal nur noch Einzelschuss mit Trevor zu machen. Sofern er es hinkriegt. Okay, da hat er durch irgendwas durchgeschossen. Bin bereit. So, und die Fox hat jetzt tatsächlich zwei Pistolen. Und sieht ihn da nicht mehr. Ja, dann renne ich noch ein Stück weiter, nach da. Und versuche mich mal hinter die Steine hier zu bewegen. Diamantrix, gib nicht so viele einzelne Punkte aus. Nachher fehlen sie dir für deinen Kommand. Ach, da ist ja gar nichts. Hier ist ein Baum. Ah, dann rennen wir dahin. Da ist noch einer. Und dann versuche ich mal. Versuche ich mal mit Ira nochmal auf ihn zu schießen. Sieht ganz gut aus, aber geht leicht daneben. Und dann renne ich da hinter den Baum. 20 brauche ich übrig. Kann ich nochmal schießen. Brauche ich am Ende Shit. überhaben. Muss ich überhaben. Brauche ich übrig. Hier. Sagt man so hier bei uns. Brauche ich übrig. Stimmt nicht, aber. Okay. So, Chris, wäre nicht schlecht, wenn du triffst. Weil der Grizzly liegt ganz schön nah dran. Chris trifft aber nicht. Und nochmal nicht. Ja gut, dann halt nicht. Okay, dann schauen wir mal, ob die Gegner jetzt tatsächlich auch mal jemanden von mir, meinem Team treffen. Leider nicht. Ja, doch. Der Text, der steht leider immer nur so kurz da, was sie sagen.
Ich hatte ja letztens überlegt bei dem einen Stream, was der gesagt hat. Und im Log nachgesehen, was er gesagt hat, bevor er geflohen ist. Und mir fällt gerade ein, ich könnte ja einen Clip davon machen, was der gesagt hat. Also der hat gesagt, irgendwie Sektor aufgeklärt, schnell fliehen oder sowas. Und da könnte ich einen Clip so von machen. Dann bleibt es zumindest gespeichert. Hier. Oder habe ich das gemacht? Bin mir gerade unsicher, ob ich es vielleicht doch gemacht habe sogar. Okay. So, wer sieht ihn denn jetzt? Grizzly sieht ihn. Grizzly sieht ihn und er hat jetzt dadurch, dass er getroffen wurde, halt auch Aktionspunkte verloren. Weil der ist hier einfach wirklich sehr nah dran. Und hinter dem kleinen Baum ist die Deckung auch nicht so super gut. Aber das war ein ordentlicher Treffer. Okay. Bin bereit. So, Fox wäre dann auch in Position schießen. Könnte sie sogar auch noch, aber dann käme sie nicht mehr in Deckung. Verflixt. Ah, sehr schön. Dann haben wir den da auch noch entdeckt. Oder wissen, wo er steht, zumindest. Ja. Trevor hat auch noch mal eine Chance. Mit Ira könnte ich jetzt im Prinzip auch. Ja, ich gehe mal hier hin und schaue in die Richtung. Wenn er jetzt nämlich angerannt kommt, dann bekommt Ira vielleicht eine Unterbrechung. Ja. Und oh, der kann auch auf Grizzly schießen. Also die Position ist echt nicht wirklich gut. Hier. Okay, dann mache ich Folgendes. Ich gehe mit Chris aufs Dach und versuche die von oben, den von oben dann. Zu attackieren. Okay. Das war natürlich jetzt eine ziemlich doofe Aktion von ihm, aber er ruft. Zielobjekt in Sicht. Er hat gerade noch nach Hilfe gerufen. Deswegen, der spricht da, glaube ich, gerade ins Mikrofon. Und jetzt kommen auch noch mehr von den Gegnern an. Aber trotzdem, er hat sich jetzt aus seiner Deckung begeben und steht da total exponiert da. Also klug ist das nicht. Klug ist das Hier. nicht. So, dann würde ich sagen, ich versuche das mal mit Fox Bin bereit. zu beenden. Sie hat noch eine Chance. Leider nicht gut getroffen. Gut getroffen. Ja. Ich wollte nämlich gerne mit Grizzly in Deckung Yep. gehen. Ich versuche nochmal Trevor ins Spiel zu bringen. Vielleicht schafft der es jetzt ihn. Oh, das. Der hat auf jeden Fall Rüstung. Deshalb übersteht er das. Aber so bleibt er natürlich im Ich würde eine Spiel. freie Schussbahn bevorzugen. Okay, ich richte sie mal auf. Mal gucken, ob sie dann eine freie Schussbahn hat. Nein. Okay. Hier. Sieht Chris ihn, wenn er. Verdammter Mist. Das ist okay, dass da jemand. Okay, Chris sieht ihn so. Operation gelungen. Patient tot. Sehr schön. Mehr hätte ich mir gar nicht wünschen können.
Ja. So, ich möchte nämlich mit Grizzly hierhin und ihn dann, Hierher! ja, da ist eine Kevlar-Weste, ihn dann so drehen, dass er, wahrscheinlich eine Kevlar-Weste, K-Weste, dass er hier eine Unterbrechung vielleicht bekommt, sollte der gelbhemdige Gegner hier nochmal um die Ecke gelaufen kommen. Ja. So, Trevor sieht die Ecke nicht. Ira kann aber die Ecke sehen, falls hier jemand um die Ecke kommt. Sie kann sie vielleicht eine Unterbrechung bekommen. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir den Gegner nicht sehen und jemand wirklich komplett überraschend von dieser Seite aus schießen wird. Ja. Das könnte nämlich passieren, wenn jetzt hier jemand steht und der von Trevor nicht gesehen wird. Beziehungsweise er. Gelb heißt ja, dass der im Hocken nicht gesehen werden kann. Also wenn der da hocken würde, dann würde ich ihn nicht mehr sehen. Im Stehen würde ich ihn noch sehen. Und Orange heißt, dass er nur im Liegen nicht gesehen werden kann. Genau, um das mal nochmal zu erklären vielleicht. Okay, damit ist die Runde beendet. Verflixt. Ja. Und Grizzly bekommt auch die Unterbrechung, die ich mir gewünscht habe. Und das ist definitiv nicht gut für ihn, wie er da jetzt da liegt. Und was für Chris ein wenig Verdammt. gefährlich ist dass die gegnerischen Söldner oder die gegnerischen Truppen auch aufs Dach klettern können. Und dann wäre er da oben alleine, weil ich glaube, vom Winkel her wird es schwierig für mein Team, jemanden zu treffen, der jetzt beispielsweise hier auf das Dach klettert. Chris hat eine deutliche Ja. Bewegung von unten. Das können aber auch Zivilisten sein. So, auf die da hinten schieße ich noch nicht, die sind noch zu weit weg. Bin bereit. Die kann ihn sehen und auf den schießen. An den Steinen quasi vorbei. Ich versuch's mal. Fantastisch. Es lohnt sich, aufzupassen. Okay, jetzt ist sie schon Erfahrungsstufe 4. Das heißt, sie ist jetzt noch teurer geworden. Okay, Iras Position. Ja, die bleibt so. Aber Trevor. Ja. Ich werde mal Trevor hierhin holen. Um hier im Notfall mit eingreifen zu können. Ich hätte ihn auch aufs Dach schicken können. Naja. Nun ist Bin es, wie es bereit. ist. So, Fox hat eine Unterbrechung bekommen, weil er so nah gekommen ist und Fox ihn jetzt beginnt zu sehen, aber jetzt bekommt Ira eine Unterbrechung. Das ist doch nicht schlecht. Fox hatte keine Actionpunkte mehr, Ira schon. Von daher, selbst wenn sie nicht trifft, das wird ihn schon ein bisschen verunsichern. Genau, da ist er abgedreht. Und da kommt schon der nächste. Zielobjekt in Sicht. Unterbrechung für Chris, also da kommt wahrscheinlich gleich noch einer, genau da unten. Soll ich jetzt da schießen? Nee, die sind zu weit weg. Dafür ist es zu unwahrscheinlich, dass ich treffe. Wie ist denn die SA hier? Die hatte ich ja ganz gefunden. Genauigkeit 40, Reichweite 19. Da war die hier noch ein bisschen besser, ne? Nee, tatsächlich ist die sogar besser.
Genauigkeit und Reichweite. Der Schaden ist geringer um 2. Egal, ich probiere es mal aus. Er ist noch nicht nah genug. Aber ich schieß mal mit der Waffe. Und verbrauche meine Action-Punkte. Der steht jetzt zwar da mit gezogener Waffe, aber ich bezweifle eigentlich eher ehrlich gesagt, dass der wirklich schießt auf Chris. Weil er eigentlich noch zu weit weg ist. Es kann natürlich sein, dass er irgendwie eine ganz gute Pistole hat. Mit dem Molotow-Cocktail werde ich wahrscheinlich nicht dahin werfen können. Ich guck mal, wie weit er kommt. Nee. Bis dahin kommt es nicht, aber bis zu dem würde es kommen. Dann könnte man den mal ausprobieren. Den Molotow-Cocktail, den wir uns hier zusammen gebraut haben. Ich probiere es mal aus. Mal gucken, wie gut er werfen kann. Okay. Das macht ja mächtig Feuer, würde ich sagen. Ich glaube, die werden da gut beraten, wenn sie da mal weggehen. Gut. Die anderen sind noch dran. Trevor sieht niemanden. Grizzly sieht die beiden hier hinten. Ach, wegen dem Feuer. Wegen des Feuers kann ich sie jetzt nicht mehr sehen. Na toll. Den kann ich noch sehen. Wir versuchen es. Sehr schön. 2 Treffer. Fantastisch. Yep. Ich könnte einfach mal versuchen, einen Schuss abzugeben auf den hier. Oh shit, die Waffe ist leer. Okay. Hat er nur noch ein Magazin. Bin bereit? Guten Abend, Yu. Schön, dass du da bist. Und der ist noch so doof und rennt in das Feuer rein. Der ist ja verrückt. Aber ich würde sagen, der Molotow-Cocktail, der ist schon, ne? Kann man machen. Ich bin mir unsicher, ob ich den schon jemals ausprobiert habe. Bin bereit. Weil mir war nicht bewusst, dass der so einen riesen Flächenbrand da auslöst. Bin bereit. So, wer sieht denn den jetzt? Nur Chris oder was? Nee, Grizzly sieht ihn. Gut, Grizzly. Deine Chance. Soll wohl nicht sein. Zwei Car for free? Diamanten oder was? Wie lange ist denn jetzt noch bis zum St. Patrick's Day Event? So lange kann es jetzt auch nicht mehr sein, oder? Ich stehe einmal mit Chris auf, um zu gucken, wer noch so da ist. Verdammter Mist! Fünfzehn Tage noch. Ist ja noch relativ lange. Oh.
Chris. Operation gelungen. Patient tot. Auch der war fast ein Treffer. Mhm. Okay. Dann ist ja doch noch eine ganze Weile. Bin bereit. Unterbrechung für Fox. Der zweite hat getroffen. Fantastisch. Ich sehe nicht, wenn hier jemand von unten kommt, von dir, von der Richtung. Achso, Trevor hat doch seine Waffe geleert. Die hätte ich noch aufladen sollen. In dieser Runde. Das war jetzt nicht ganz so klug von mir. Also hätte ich besser machen können. Hätte ich dran denken können, dann hätte ich meine Waffe noch geladen. Und für den Fall, dass irgendein Gegner in die Feuerreichweite von Trevor gerannt wäre. Wer bist du denn? Dann bereit? Okay, wer ist er denn? Irgendein Named mit einer Waffe. Ich hoffe, der beschießt mich nicht. Also, wenn der da sitzen bleibt, dann verbrennt er gleich. So. Ja. Trevor, nachladen. Noch 22 Schuss in der Luft. Bin bereit. Da könnte man noch 12 Cardias sammeln, wenn man in allen Welten dreimal Gags spielt. Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ich glaube, das ist Devin. Devin ist ein Sprengstoffhändler. Und ich hoffe, der ist uns jetzt hier nicht irgendwie feindlich gesonnen. Ja. Weil ich in seinem Sektor rumschieße. Ich werde mal versuchen, den da einfach sitzen zu lassen. Mal gucken, ob der dann im nächsten Zug in Flammen aufgeht. Und mit Chris mache ich nochmal Scouting. Okay, jetzt sieht er den auch. Wenn ich mal im Fernglas nach hier unten gucke, dann ändert sich im Grunde nichts. Also da ist jetzt erstmal niemand weiter und in der Richtung. Auch frei. Er sieht natürlich nicht, wer jetzt direkt hier vorne ist. Also ich bleib mal so positioniert mit dem Fernrohr hat er ein sehr eingeschränktes Blickfeld und wenn da jemand das Dach hochkommt, dann sehe ich das eigentlich sofort. Und Chris müsste eigentlich auch eine Unterbrechung bekommen. Bin bereit. Wenn da jemand das Dach hochklettert. So, Fox hat jetzt eine Unterbrechung wieder bekommen. Dann erledige das halt. Schlaf schön. Hier. Okay, jetzt bekommt Chris eine von dem da hinten. Wir versuchen es. Sah nicht schlecht aus. Ich hätte gedacht, dass das nächste Event schon früher kommt, weil die Pausen zwischen den Events, naja, doch so 2 Wochen sind sie eigentlich immer, ne? Die Pausen zwischen den Events. Wenn es an einem Montag endet, ich glaube, er war jetzt in Iras
Blickfeld. Hier. Yep. Ja, war er. Hier. Yep. Ja. Bin bereit. Yep. Hier. Niemand sieht jemanden. Okay, ich gehe mal ein bisschen vor mit Chris. Wird nicht besser. Dann bleibe ich mal da. Mal schauen, ob sich jemand vorwagt. Du kannst darauf wetten. Die Kerle sind nicht sehr weit gekommen. Haben sie sich wieder verzogen? Ich meine, so viele habe ich ja jetzt gar nicht erledigt. Oder? Habe ich alle erledigt, die zu sehen waren? Nee, den hier hinten nicht, ne? Hier hinten war noch ein roter. Und der ist wieder weggerannt. Denke ich. Den dürfte ich verpasst haben. Ja, das kann sein. Dass wir das versuchen, mit dem echten St. Patrick's Day zu synchronisieren. Macht ja auch Sinn. Mach mal leise. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Oh, der hat ein Gewehr. Der hat ein Gewehr. Ich tue, was ich kann. Verdammt mich, Ladehemmung. Ah, er ist jetzt auch nicht mehr zu sehen. Durch die Steine ist er hier im gelben Bereich und da er liegt, ist er jetzt quasi abgedunkelt und kann nicht mehr gesehen werden von Chris. Hallo Freakman, guten Abend. Ja, Inno müsste vergrößern und wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Beta-Welt ist es schon vergrößert. Also es ist unten an der Karte noch was dazugekommen. Und zwar reichlich. Also ich glaube, da können sie noch einiges an Erweiterungen raushauen. Also sieht zumindest sehr reichlich aus. Ich glaube, da ist bestimmt Platz für mindestens 10 bis 20 Erweiterungen. Okay, gut, dann habe ich ja jetzt hier nichts weiter zu tun. Ich lade mal nach. Ja, die Erweiterung über die Burg, die wird man nicht so leicht erreichen können, das stimmt. Aber man kann natürlich, kann man das auch in dem Modus machen? Alt-R? Oh. Das ist jetzt, glaube ich, aber ist das ein Problem? Ne, es kann sein, dass das ein Overlay ist. Es ist nur ein Overlay, das Spiel geht weiter. es war nicht Alt-R. Shift-R natürlich. Shift-R. Okay, dann haben sie alle nachgeladen. Auch schön. Und dann hier versuche ich mal ich hole mal noch den Grizzly mit aufs Dach. Ja. Wobei, ich hole Grizzly erstmal hier an die Ecke. Und Ira dazu. Denn Ira ist ja im Grunde meine Medizinerin. Da liegt was. Eine Heckler- und Kochpistole und ein
9x19mm Magazin mal wieder. Das ist auch gut. So, und Ira soll ihn mal versorgen, denn er hat ja eine kleine Schusswunde abbekommen. Okay, 26 ist jetzt ein bisschen viel. Dann nächste Runde. Okay, gut. Und Fox. Bin bereit. Hole ich dahin. Was liegt denn da? Okay, eine Kevlar-Weste und eine Beretta. Dann habe ich jetzt langsam schon wirklich viele Pistolen. Das dauert sicherlich ewig, aber es wird ja dann im nächsten Zeitalter wieder Erweiterungen geben. Wobei ja noch drei offen sind. Ja. Ganz schön doll sogar, ne? Freakman? Also da passt, glaube ich, einiges hin. Bin bereit. An Erweiterung. Ich dachte, sie hätte nachgeladen. Warum hat sie nur zwei Kugeln in der oberen Pistole? Was meinst du mit Updates? Yep. So. Dann versorgt sie mal kurz Grizzly. Und dann lassen wir noch eine Runde umgehen. Nee, ist erstmal nur auf der Beta-Welt zu sehen. Aber auf der Beta-Welt sind ja einige Kleinigkeiten hinzugekommen, die jetzt aktuell aktiv sind. Kann ich ja mal kurz außerhalb des FOE-Kontextes yep. gleich, wenn die Gegner sich wieder bewegen. So, Ira ist fertig. Sie hat Grizzly verbunden. Gut gemacht. Dann gehe ich mit beiden aufs Dach. Ja, es kann sein, dass es im April kommt. Das würde, glaube ich, relativ gut passen, was die Releases der anderen Zeitalter betrifft. Ich glaube, das war jetzt immer so ungefähr in dem Dreh, ne? April, März, April oder so, ne? Über Ostern bin ich länger weg. Nicht 2 Wochen in den USA. Yep. Devin ist einfach nur in Alarmstellung. Hier. Er tut aber uns nichts. Okay, dann schaue ich mal mit Chris da runter. Ja, ich meine, er überblickt ja hier fast das ganze Feld. Und ich kann Ira und Grizzly mit in den Kampf bringen, wenn nötig. Und würde jetzt mit Trevor dann weiter vorziehen. Och Mann, das ist aber langsam. Bin bereit. Sie sieht auch die Ecke. Okay, dann würde ich mit Trevor rennen. Also normales Rennen ohne Schleichen. Und dann kommt er auch bis zur Wand.
Und ich hoffe, also, naja, ich nicht hoffe. Vielleicht scheucht es ein paar Gegner auf, wenn ich jetzt da normal Was kann das sein? rumrenne. So. Überall Regenbro Weltprojekt auf 100 Leveln, auf jeder Welt. Und dann die Dias einkassieren fürs Moppeln. Macht das Regenwaldprojekt sowas? Ich glaube, du meinst den Saatguttresor, oder? Den habe ich auf meiner Hauptwelt ja auch wegen der Dias, weil es ein paar Dias gibt. Schon ewig her, dass Thürerwald drüben war in den USA. Ja, meine Schwiegereltern wollten gerne in die USA. Insbesondere mit meiner Tochter, weil sie gerne mit ihr nach Disneyland wollen. Also ins große Disneyland. Und ja, dann fliegen wir zusammen rüber und machen quasi unseren großen Urlaub jetzt schon im April. Weil in Florida ist es wohl im Frühling einigermaßen angenehm und danach, also im Sommer, ist es wohl eher unerträglich. Genau, es ist Urlaub. Es ist Urlaub. Bin bereit. Und ich war schon mal in den USA, in Kalifornien, also auf der anderen Seite. Genau, in Orlando oder bei Orlando. Ach, in LA ist Disney World, okay. Und in Orlando ist, was ist das da? Ist Verdammter es nicht Disney Mist. World? Ich meine, das ist ja da so riesig, dass es mehrere Parks gibt. Bin bereit. Alle Moppeln-Button und Tresor, ja. Ja, ist halt ein bisschen die Frage, was mit dem alle Moppeln-Button überhaupt wird. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, wo der dann eingesetzt werden wird. Okay. In dem Haus ist nichts zu sehen. Das hätte ich nicht so weiterlaufen brauchen. Okay, ich glaube, ich muss jetzt weiter vorrücken, weil jetzt passiert hier erstmal so nichts mehr. Ich kann ja mit Ira sie erstmal so ein bisschen. Boah, ist hier vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ich kann ja das Fernrohr von Chris an Ira geben. Und sie kann. Erstmal normal hier gucken. Solange wir in dem Bereich sind, wo sie Dinge sieht. Und dann würde ich mal mit Grizzly und Chris versuchen. Weil die sieht ja sogar, was hier um die Ecke kommt. Genau, dann würde ich mit Grizzly und Chris versuchen, mal hinter das nächste Haus oder hinter die Steine zu rennen. Da gibt es jetzt gar keine Deckung, aber der war jetzt immer hier in dem Bereich. Von daher wird der mich wahrscheinlich nicht sehen. Hier. Wenn ich jetzt da lang laufe. Chris drehe ich schon mal um. So, und den Rest lasse ich so.
Ist halt so ein bisschen die Frage, wie dann da der Knopf funktioniert, wenn man da alles moppelt. Nicht, dass dann beispielsweise der Saatguttresor nicht anschlägt. Weil das nur funktioniert, wenn man direkt moppelt oder so. Das mit dem. Mit der blauen Galaxie ist es ja auch so. Die schlägt ja auch nur an, wenn man direkt erntet und nicht, wenn man den Alles-Ernten-Knopf drückt. Das wäre dann natürlich bitter. Aber an sich wäre das schon ganz cool, wenn das funktionieren würde. Wäre das echt cool. Dann renne ich dahin, da kann ich mich abducken. Verdammter Mist. Moment. Wie kann ich denn sehen, was er sieht? Das geht, glaube ich, auch, aber ich weiß nicht wie. Egal, ich renne noch ein Stück weiter. Ich renne noch ein Stück weiter und lege ihn dann einfach hin. Dann dürfte er mich nicht mehr sehen können. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr, also wird er mich wahrscheinlich auch nicht sehen. Ah, ich drehe ihn schon mal in die Richtung. Hierher! Das ist ein Gewehrmagazin. Aber das ist, glaube ich, das, was ich eh schon habe und noch nicht brauche. Oder ist es das? Das ist das, ne? Das ist ganz gut, wenn ich davon mehr habe. 762 mal 25. Das ist ganz gut. Das hier kann ich auch nicht verwenden. Okay. Yep. Dann schaue ich mal, ob Trevor den sieht, vielleicht, wenn ich hier reinkomme. Okay, der Winkel passt nicht. Aber ich kann ja trotzdem mal hinter der Ecke bleiben und in die Richtung gucken. Der vorher ducken sollen. Jetzt ist das Anvisieren weg. Genau, falls der jetzt vorgestürmt kommt, um Chris was zu tun, beispielsweise, um wieder Sicht von ihm zu kriegen, dann sieht ihn Trevor relativ schnell. Bin bereit. Fox hat hier leider einen blinden Fleck hinter der. Hinter den Steinen und Ira sieht auch ganz gut in die Richtung. Werde ich schon mal zielen. Okay, dann kann sie ihn zumindest ablenken. Ja, mit dem 5-Dir-Einsammler, da wäre das schon echt cool. Also das wäre, ach, generell ist es eine Riesenhilfe, wenn man alle Moppeln Knopf hat. Ich höre was. Von Westen, okay. Okay, jetzt ist der ins Blickfeld gekommen, deswegen, dann wird der, den Grizzly von Westen gehört haben, nicht der gewesen sein. Okay. So, wer kann den jetzt sehen? Kann den auch Trevor sehen? Trevor sieht ihn Yep. leider nicht. Aber ich werde Trevor mal einfach so lassen. Chris sieht ihn jetzt wahrscheinlich. Hä? Nee. Wen sieht denn jetzt Ira? Doch, es ist Ira. Okay, Ira sieht ihn. Ich werde mal mein Glück versuchen mit ihr. Perfekt, Ira. Hier. Und durch Iras große Weisheit, 85, also groß, ist es schon okay. Kann sie halt auch relativ schnell lernen. Nicht getroffen, Chris. Das ist natürlich nicht schön. Jetzt kann ich auch nicht nochmal schießen. Aber ich kann Ja. mit Grizzly. Ich nehme mal an, dass er nicht mehr schießen kann, also nicht mehr unterbrechen kann, wenn jetzt Grizzly da in
ins Sichtfeld kommt. Ich hoffe es. Ich speichere trotzdem mal. Ich würde da nicht mehr können. Der war jetzt schon zu viel angeschossen. Okay. Kann ich mit Grizzly jetzt definitiv nochmal einen gezielten Schuss auf ihn abgeben? Und dann wieder zurückgehen. Das ist nicht der. Er hört wieder eine Bewegung von Westen. Es könnte auch jemand sein, der hier auf Toilette ist. Das ist hier das Community-Klo. Ja, was wollte ich sagen? Genau, das mit dem FP. Ja. FP ernten, mehrere FP auf einmal. Ne? Das gegen Geld, das ist jetzt auf dem Beta-Server aktuell. Und dann diese SDW-Upgrade-Kits als Tagespreis, die sind auch auf dem Beta-Server. Ist wahrscheinlich relativ irrelevant inzwischen. Ja, und dann eben die Erweiterung. Das sind die drei Sachen. Ach so, und hier die Erntefelder vom Herbst-Event, die gibt es auch auf dem Beta-Server jetzt beim Antiquitätenhändler. Das ist natürlich auch ziemlich stark. Bin so, bereit. Ira, üb nochmal. Du machst es ja schon sehr gut. Und das mit einer Pistole, die komplett außer Reichweite ist von da hinten. Naja, komplett geht noch kompletter, aber... Hier. Yeah. Okay. Ja, wenn der jetzt nicht schießt, dann ja. Würde ich nochmal Grizzly ins Spiel bringen, weil da habe ich mehr Munition. Und mach das lieber mit Grizzly. Allerdings muss er auch treffen, aber er hat zumindest dieses Mal noch eine zweite Chance. Und die... Einer weniger. Funktioniert dann auch. Ja. Okay, jetzt wird die Leiste recht kurz, was die Gegner betrifft. Hier. Okay, er sieht da auch schlecht hinter dem Stein. Stehe ich mal lieber auf und ziele. Okay, und bin Fox, bereit. Du nützt mir jetzt an der Stelle nicht mehr wirklich was. Deswegen, liebe Fox, renn mal ein bisschen nach Süden. Toll. Nach Süden rennen findet sie toll. Okay. Gut, und auch Trevor. Ja. Wir machen Folgendes mit Trevor. Er geht aufs Dach. Ich wollte eigentlich noch einen nach rechts gehen, bevor ich ihn aufs Dach schicke. Geht aufs Dach und guckt mal auch hier in die Richtung. Genau. So ist es gut. Das waren sicher noch nicht alle von Date Runners Männern. Das ist schon auf live mit den 10 FP gegen Münzen, okay? Okay. Ja, dann kann ich ja... Ach, das bringt jetzt nicht so viel. Ja, da war, glaube ich, einer. Also, da war auf jeden Fall der jetzt hier, den ich schon erschossen habe, mit Grizzly. Ja. Der war erst hinter der Hütte, aber ich nehme an, da wird noch jemand sein, da ja Grizzly da noch was gehört hat. Okay, genau. Gut, Trevor. Yep.
dann stehen wir auf. Och, da sieht er ja schon verdammt gut. Ich gehe mal hier hin. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Tatsächlich, der ist immer noch da. Er ist noch da, aber Trevor wird ihn von dort aus wahrscheinlich nicht gut treffen können. Welche Munition brauche ich? Ach, ne, diese... Ja, die Munition, wo ich überhaupt keine von habe. Ja. Bleib einfach mal. Das ist auch nur ein Gelbshirt. Ich lasse ihn sogar mal oben. Okay, zwei. Ah, doch, das sind schon noch ein paar. Es können schon noch ein paar Gegner sein. Ja. Genau, da ist noch ein roter, wie man sieht. Dann nutze ich jetzt aber die Unterbrechung mal. In der Hoffnung, dass die dann vielleicht jetzt auch kommen. Er ruft jetzt auf jeden Fall Verstärkung. Das ist schon mal ganz gut. Dann kommen sie nämlich vielleicht auch. Ja. So, dann... Bin bereit. Renne ich mit Fox einfach mal hinterher. Toll. Auch auf das Dach. Ja. So, mit Grizzly gehe ich dahin und schicke ihn auf das Dach. Ich bleibe hier nicht so direkt an der Ecke stehen, weil das sonst ein bisschen gefährlich ist. Wenn jetzt hier nämlich jemand um die Kurve rumkommt, dann ist Grizzly an der Ecke zu sehen und relativ nah dran. So, das kann jetzt natürlich auch jeder hören, dass ich da rumlaufe. Yep. Mit Ira gehe ich noch weiter nach vorne, damit sie noch besser sehen kann und noch weiter sehen kann. Gut, und so lassen wir es erstmal. Weizenspam, hallo. Also für mich ist es kein Problem, dass wir über ein Spiel sprechen, was wir gerade gar nicht spielen. Ja. Es könnte höchstens für Weizenspam ein Problem sein, weil Weizenspam ist ja ein Jagged Alliance-Fan, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber er kennt Forge of Empires nicht oder spielt es zumindest nicht. Ja. Ist das richtig? Gut, dann lasse ich die Runde rumgehen. Das kann natürlich sein, fucking hell, dass die, wenn die Grizzly gehört haben, jetzt auch aufs Dach steigen. Der geht erstmal auf Toilette. Sie kommen jetzt auf jeden Fall. Also das Telefonieren... Verflixt. Telefonieren hat auf jeden Fall geholfen. Also, Trevor hat eine Unterbrechung. Nein, nur näher ranzoomen. Nur einen Schuss. Wenn mehr rauskommen, dann ist es so. Aber ich werde nicht absichtlich die knappe Munition verschießen. Du kannst einfach weghören, okay. Ja. Ja. Jagged Alliance habe ich ja. von Pi kürzlich den netten Begriff gehört, Rentner Anno. Kannte ich auch noch nicht. Habe ich von ihm noch nicht gehört. Aber das trifft es schon ganz gut, muss ich sagen. Ist gar nicht so unwahr, Rentner Anno. Weil es ist halt ein bisschen gemütlicher als Anno noch. Und es passiert nochmal ein bisschen weniger. Mal abgesehen, wenn man nicht die GG spielt oder so. Und generell ist der Altersschnitt relativ hoch bei Forge of Empires Spielern. Bin bereit. Glaube bei über 40, ne? Was die Statistik da...
Und das ist ja jetzt bei Spielen nicht so gewöhnlich. Aber ich glaube, bei Handyspielen ist es schon eher üblich. Und das ist es ja nun auch und für viele Leute fast nur. Und nicht nur ein Browserspiel. Okay. Ich spiel Bin das andere bereit. nebenbei manchmal am Handy, genau. Okay, die Unterbrechung für Fox kann ich jetzt leider nicht nutzen, weil Fox zu wenig Actionpunkte hat, denke ich, um zwei Waffen zu feuern. Ich könnte mal versuchen mit einer Waffe. Ob sie da noch einen gezielten Schuss abgeben kann? Nee, leider auch nicht. Huch. Das wollte ich jetzt gar nicht. Naja. Machen wir gleich nochmal. Bin bereit. Tyra, weil du gehst jetzt in die Koje. Aber ich finde es cool, dass du den Rest auch morgen siehst. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und schlaf gut und bis bald, würde ich sagen. Also morgen, wie gesagt, nicht, vielleicht dann wieder am Freitag. Mal gucken. Ja, Ju ist 22 und drückt den Altersschnitt. Naja, ich drücke den Altersschnitt ja auch noch mit 38. Aber jetzt nicht so doll, ne? Genau, jetzt muss ich, weil ich hier den Fehler gemacht habe, muss ich jetzt hier nochmal. Warum macht sie denn jetzt das? Ah, sie lädt nicht richtig nach. Egal. Muss ich jetzt nochmal nachladen? Und habe jetzt gerade unnötig Actionpunkte verbraucht, dadurch, dass ich zu viel nachgeladen habe. Aber vielleicht kommt er gleich nochmal ins Blickfeld, der da gerade zu sehen war. Ich höre was. Verflixt. Kommt der, aber dieses Mal hat Fox keine Unterbrechung bekommen. Bin bereit. Okay. Ja. Verdammt. Gut, ich werde mal die. Ich habe ein bisschen Angst, dass jemand aufs Dach kraucht. Also, ich schieß mal auf den. Aber nur einmal. Der trifft natürlich auch gleich wieder. Sodass ich zumindest noch ein paar Actionpunkte habe, falls hier jemand aufs Dach klettern sollte. Oh, fucking hell. Wieder keine Unterbrechung. Ich stelle mal. Da gibt es jetzt eine Unterbrechung für Grizzly. Von dem einen hier ganz hinten. Nee, die nutze ich nicht. Es müsste ja noch. Nee, der andere rote, der hier rumgelaufen ist, das war der, ne? Der ist, glaube ich, tot. Also. Der ist tot. Das war, glaube ich, der andere, der hier rumgelaufen ist. Oder kam da noch mehr? Ich weiß es nicht. Ist mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Ich warte lieber. Nicht, dass dann jemand doch das Dach hochklettert und ich direkt auf die Mütze bekomme Ja. mit Grizzly. Das muss jetzt nicht sein. Da gebe ich lieber nur ein paar Actionpunkte aus und reserviere mir noch ein bisschen. Was für potenzielle Dachkrabbler. Hier. So, Chris kann doch hier in die Nische rein. Vielleicht kann er ihn dann beim nächsten Mal sehen, wenn er hier wieder um die Ecke kommt. Ja. Kriegt er vielleicht die Unterbrechung. Und mit Fox gehe ich mal direkt neben. Na ja gut, sie sieht dann halt nicht gut, was von hier unten kommt. Und sie ist relativ nah am Dach. Na, ich gehe mal auf der anderen Seite neben. Auf der anderen Seite. Na, Fox muss ich erstmal Ja, anwählen. bin bereit. Neben Trevor.
Ich glaube, es ist billiger, wenn ich reine. Ach, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch nicht. Okay, aber 61. Ich habe nicht nachge... Ah, ich hätte mal gucken, vorher gucken was ich sollen, was ich vorher hatte. Aber du meinst jetzt den... Weizenspam, du meinst jetzt den Gelben, der hier gerade rumgerannt ist. Der hat ja seine Actionpunkte schon verbraucht. Dadurch, dass er da rumgerannt ist. Der kommt ja immer wieder hier ins Sichtfeld gerannt von Fox oder Trevor und rennt dann wieder zurück. Also der wird nicht das Dach hochkommen. Es sei denn jetzt in der nächsten Runde. Ja. Okay. Ja, jetzt sieht ihn Trevor und hat auch eine Unterbrechung bekommen. Nee. Okay. Bin bereit. Er kann sich noch mehr bewegen und jetzt kriegt auch noch Fox eine Chance. Knapp. Nee. Ja. Ja. Ich gebe jetzt mal einen Schuss auf den da ab. Sehr gut. Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Machst du den nochmal? Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Der ging ordentlich daneben. Nicht schlimm. Ja. Die Formationsbewegung, da musst du mir noch mal sagen, was du damit meinst. Also ich glaube, ich kann Ira da mal runterholen. Und lass sie zu Chris aufschließen. Schau nochmal in die Richtung dort. Also sie... Ich meine, es könnte immer noch jemand hier hinten rumkommen, aber Chris ist jetzt auch von der Seite hinter einem Stein. Von daher... Habe ich da jetzt keine große Sorge, dass da hier jemand um die Ecke kommt und Chris irgendwie gefährdet? Ja. So, Trevor kriegt wieder seine Chance. Das weiß ich nicht, Weizenspam. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Bin bereit. Die Tastenkombination habe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe die Tastenkombination, die ich jetzt habe, von Mörges. Fantastisch. Also Fox macht sich schon auch echt gut mit ihren Pistolen. Und Mörges ist ein auch sehr erfahrener Jagged Alliance-Spieler, ja. Von der mich damals auf YouTube gefunden hat, weil ich schon mal ein Let's Play Jagged Alliance gemacht habe vor 8 Jahren. Und Mörges hat mir dann Tipps gegeben. Und irgendwann später hat er selber angefangen mit einem Jagged Alliance Let's Play. Allerdings auf Englisch. Ja. Und hat es auch relativ weit durchgezogen.
Also er hat es, glaube ich, aber auch nicht zu Ende gespielt. Ich habe aber leider auch wirklich nicht mehr viel von ihm gehört. Also gar nichts mehr von ihm gehört seitdem. Also es gab unter seinen, also seine Videos sind relativ bekannt geworden im Vergleich zu meinen Jagged Alliance Let's Play, weil Jagged Alliance ist schon eine relativ kleine Nische. Also es spielen halt nicht viele. Hier. Und wenn man dann das Ganze auf Englisch macht, dann vergrößert man diese Nische zumindest ein Stück weit. Und dadurch, dass er auch so extrem viel Erfahrung hat im Spiel, denke ich, haben es auch viele geschaut, weil sie sich bei ihm noch was abgucken konnten. Und daher hat er, glaube ich, schon einige 100 Views pro Video. Aber er hat halt auch irgendwann aufgehört und dann nicht mehr weitergemacht. Und da ist halt gerade unter seinem letzten Video gibt es dann so einige Kommentare von wegen, ach, du hast zufällig mal ein Video von ihm gesehen auf YouTube. Ja, das kann sein. Also ich bin jetzt auch letztens zufällig auf ein YouTube-Video von ihm gestoßen, wobei ich ihm aber auch folge. Also so ganz zufällig ist es bei mir vielleicht nicht. Aber er hat halt wirklich ewig keine Videos gemacht. Und er hat mir damals die Kommandos geschrieben gehabt. Ich glaube, es sind nur noch die beiden. So die wichtigsten. Und die habe ich hier noch auf meinem Zettel. Hier. Das ist quasi eine Textdatei, die ich mir von ihm habe ausgedruckt. Oh, da konnte er ihn sehen. Ja, versuchen wir es mal. Ju, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Und bis demnächst. Schön, dass du da warst. Aber er hat da wirklich extrem viel Erfahrung und geht da auch. Also ich bin ja jetzt auch nicht unvorsichtig in meinem Jagged Alliance Spiel. Ich bin ja auch recht vorsichtig, wie ich hier vorangehe. Und versuche halt auch, dass sie sich gegenseitig so decken. Und dass keine offenen Flanken sind, wo jetzt irgendwie plötzlich jemand aus dem Nichts kommt, der die Söldner überrascht. Also das versuche ich schon, dass es das nicht passiert. Aber er ist da noch mal krasser in seiner Vorgehensweise. Und ich habe seine Videos damals nicht alle geschaut, sondern immer nur, also ich hatte nur ein Stück weit geguckt. Aber sie sind auf jeden Fall ziemlich cool und man kann echt viel, viel dabei lernen, wenn man Jagged Alliance Gameplay lernen möchte. So, ich bewege jetzt auch mal die anderen vorwärts, weil ich glaube, es sind nur noch die beiden. Der eine, der hier schon stark verletzt ist und der andere, der so ein bisschen angeschossen ist. Vom Gegnerbalken her vermutet. Hier. So, Chris sieht ihn jetzt nicht mehr, aber ich werde mal hier anlegen und vielleicht kommt er ins Sichtfeld. Da läuft er da tatsächlich noch rum, aber ins Sichtfeld kommt er jetzt nicht. Hier. Okay. Das ist natürlich blöd, wenn du ein Keybindings PDF gefunden hast, was nicht stimmt. Ist natürlich dann nicht so hilfreich. Okay, dann renne ich mal hier rüber. Juhu. So, ins Sichtfeld von Fox wird da jetzt auch niemand mehr kommen, deswegen. Bin bereit.
biete ich mal mit Fox nochmal Deckung für Trevor und ziehe sie dann anschließend rüber. Ja. So, Grizzly kriegt die Unterbrechung nochmal für den, der schon ziemlich kaputt ist. Egal, wir versuchen es. Und versuchen jetzt auch den letzten Schuss, weil da kommt jetzt auch niemand mehr das Dach hoch. Ja, und der Gegnerbalken war jetzt so schnell zu Ende, dass ich vermute, das ist nur noch der eine mit dem roten Shirt, den ich auch schon mal getroffen habe. Ich gehe mal noch weiter vor mit Chris. Jetzt hat er ja auch einen ziemlich guten Einblick da in das Gebiet. Aber ich denke mal, Grizzly sieht noch besser. Ja. Ja. So. Yep. Mit Trevor vor das Fenster, das ist alt gedrückt halten, dann ist es, macht er einen Seitwärtsschritt und guckt direkt ins Fenster. Also ich kann dir zumindest die Keys sagen, die ich benutze. Weizenspam. Bin bereit. So, Fox kommt nach. Aber die wirst du wahrscheinlich auch kennen, ne? Bin bereit. Ein anderer wäre halt die Plus-Taste, um alle Söldner auf einmal auszuwählen. Das geht jetzt nicht, das geht nur außerhalb des Kampfes, glaube ich. Und dann ist es immer relativ hilfreich, wenn man alle zum Beispiel gleichzeitig aufstehen oder hinlegen lassen kann. Oder insbesondere aufstehen oder knien. Weil man da ja öfter dann außerhalb des Kampfes so ein bisschen gekniet läuft, wenn man noch nicht weiß, wo die Gegner stecken. Ja. Und das macht man dann mit Plus und Page Down und Page Up. Also Bild hoch, Bild runter. Genau. Das ist vielleicht noch ganz hilfreich. Falls der hier um die Ecke kommt. Ah, das wird er nicht sehen, dann muss er aufstehen. Jetzt hat er recht wenig Aktionspunkte. Ja, man kann auch durchs Fenster springen. Shift J, ich kann es dir sagen. Shift J, ist richtig. Ist richtig. Und was ich halt am Anfang der Runde jetzt immer drücke, ist Shift N. Das ist auf die ideale auf die idealen Sichtgeräte wechseln. Also bei der Nacht dann irgendwie auf Nachtsichtgeräte und bei Tag wahrscheinlich auf die Sonnenbrillen. Shift R für alle nachladen und Shift B für Rucksäcke ablegen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich immer so am Anfang spamme oder versuche weg zu spammen. Aber ich habe hier diese Rucksackerinnerung, die Tyrawai, Diamantrex und aber auch Freakman gerne einlösen. Für einen Kanalpunkt. Auch wenn die jetzt natürlich schon zu spät kommt, weil Tyrawai hat die Erinnerung zum richtigen Zeitpunkt eingelöst und da oben liegt der Rucksack. Der eine, den ich aktuell habe. So, okay. Ja. Machst du noch einen Schritt vor und siehst den, ist ja auch gut. Das war ein verdammt guter Schuss, Grizzly, aber leider nicht ganz.
Ja, es funktioniert noch, Freakman, es funktioniert noch. Okay, dann. Ja, Vorrennen ist vielleicht. Ja, mache ich aber dahin. Damit ich nicht ins Sichtfeld von dem da hinten komme. Genau. Und mit Trevor. Yep. Gehe ich jetzt hier an den Rand. Ach, ich hatte schon, ne? Ich hatte das schon gemacht. Naja, gut. Jetzt ist dann egal. Bin bereit. Und auch sie hatte ich schon gezogen. Und Ira kann ich jetzt dahin bringen, wo vorher Chris stand. Okay. Ja. Ja, das sind zu wenig Actionpunkte. Ja. STRG-C. Macht jetzt nichts? Ist das Sichtfeldmenü für die Gegner? Nee. Also ich glaube, es gibt auch eine Anzeige, was die Gegner sehen. Das fände ich interessant zu wissen. Welches das war. Also das hatte ich zumindest bei Mörges gesehen, denke ich. Und das ist sicherlich auch manchmal ganz interessant zu wissen. Was können eigentlich die Gegner so sehen? Bin bereit. So. Yep. Mit Fox werde ich so ein bisschen... Ach, eigentlich sieht auch Trevor gut in die Richtung. Brauche ich nicht machen. Bin bereit. Mit Fox gehe ich gleich wieder runter vom Dach. Und dann versuche ich die mal so von hinten anzugehen. Okay. Hier. Chris geht jetzt mal vors Fenster. Schaut durch, vielleicht. Nee, kann ich durch beide Fenster schauen. An der Ecke kann er den wahrscheinlich nicht sehen. Aber er kann ganz gut sehen in die Richtung. Und ich würde sagen, ich lasse ihn hier mal auch so stehen. Vielleicht rennt er ihm ins Sichtfeld. Grizzly hat auf jeden Fall wieder eine Chance. Feuert nicht. Gewehr muss repariert werden. Hast du doch schon gemacht. Ist es das, was du meinst? Also Shift C. Ja, Shift C ist es. Genau, das ist, was der Gegner sieht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, das ist der Bereich über dem Dach hier. Auf dem Dach. Der sieht Chris nicht. Der sieht Chris nicht. Ja, danke. Shift C, muss ich mir merken. Habe ich das? Das habe ich gar nicht auf meiner Liste. Das hat mir Mörges nicht draufgeschrieben. Dabei ist es total, total wichtig. Auch. Mörges. Ja, genau. Unter Mörges letzten Video gab es halt so ein bisschen Spekulation, ob ihm was passiert ist, weil er aufgehört hat, zu die Videos zu machen. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sagen wir es mal so. Und weil er auch nicht reagiert auf die Fragen. Die ihm jemand stellt. Oder gibt ja relativ viele Kommentare darunter, ob er mal weiterspielt und so.
Aber es gibt ja viele Gründe. Zum Beispiel, dass die Freundin einen im Keller gefangen hält, klar. Und vielleicht ist es jetzt seit 8 Jahren so, dass er im Keller halt da festhängt bei seiner Freundin. Und dann geht es ihm vielleicht gut im Keller. Hat er ein schönes Kellerleben? Nee, ich würd darauf tippen, dass es irgendwas ist wie, er ist Vater geworden oder so. Ich bin ja auch Vater geworden, da war ich auch, wie gesagt, also lange Zeit habe ich keine Videos gemacht. Ich habe dann irgendwann damit angefangen, als die Kleine ein bisschen größer war. Aber gibt ja irgendwie viele Gründe, dass man irgendwie dann aufhört, Videos zu machen. Und dann vielleicht auch gar nicht mehr bei YouTube reinschaut, weil man beispielsweise die E-Mails abbestellt hat und nicht mitbekommt, dass man da Kommentare bekommt und so. Also ich habe das natürlich auch abgestellt und gucke dann nur auf YouTube bei der Glocke, wenn ich E-Mails habe. Weil ich will halt nicht mein Postfach mit solchen Meldungen halt, die nichts da im Postfach zu suchen haben, vollgemacht bekommen. Okay, welchen Kommentar, was habe ich gesagt, Freakman? Wer ihn von hinten angeht, ach, von hinten angehen. Ja. Das wird Fox machen. Fox wird ihn von hinten Bin angehen. bereit. Ja. Glaube, ich habe was Verdächtiges Mit gehört. ihrem gewaltigen Spielzeug wird sie das machen. Und da der sich ja jetzt auch hier hinter verzogen hat, ist es vielleicht noch mal besser, dass Bin Fox das von bereit. hinten angeht. Ja, sie hat ein Spielzeug, das muss sie mit zwei Händen halten. Oder eigentlich hat sie sogar zwei Spielzeuge, das ist dann Double Penetration. Ich habe hier kein 18 plus, ne? Zweimal eine wundervolle Sig Sauer, die fast unbeschädigt ist. Und Penetration ist auch der richtige Begriff für sowas. Und Geschick Oh, von 100, ja. fucking hell. Bin bereit. Mach einen Clip, Freakman. Mach einen Clip für Pi. Und Marco. Okay. Ja gut, Trevor sieht ja da ziemlich gut, würde ich sagen. Hier. Trevor sieht gut. Bin Ich bereit. denke, ich könnte es wagen, mit ihr vorzugehen. Verflixt. Dadurch, dass sie beide schon angeschossen sind. Achso, jetzt geht es auch nicht mehr aus. Muss ich nochmal drücken, dass es wieder ausgeht, um das Sichtfeld der Gegner wieder zu deaktivieren. Kriegen sie keine Unterbrechung. Wobei es natürlich bei stärkeren Gegnern dann durchaus passiert, dass sie trotzdem eine Unterbrechung bekommen und dann bekommt Fox relativ schnell den Hintern versohlt. Fantastisch. Fantastico. So, versucht doch gleich den noch. Fox. Fantastisch. Und das mit nur 74 Treffer wahrscheinlich, 74% Treffer, nee, was heißt das? Prozent ist es nicht. Einer Trefferfähigkeit von 74. Trifft sie so gut mit einer Waffe, die da eigentlich gar nicht mehr in Reichweite ist. Okay, aber offensichtlich ist die Runde noch nicht vorbei. Das bedeutet, es gibt noch mehr Feinde. Und ich gehe mit Fox erstmal wieder in Deckung. Weil ich nicht weiß, wo der letzte Feind ist. Aber ich vermute mal, dass sich diese Feinde dann wahrscheinlich hier vor der Kirche irgendwie rumtreiben werden. Mal schauen, ob ich die dann gleich zu sehen bekomme. Kam gar keine Leiste mehr Bin bereit.
Hollywood-reife Leistung, definitiv. Fox, das war... Yep. Welche Action-Darstellerin gibt's denn, die mit Pistolen schießt? Also mir fällt... Die einzige, die mir einfällt, ist... ja, Tomb Raider, ja klar. Tomb Raider gibt es ja auch eine Verfilmung. Das würde passen. Ansonsten ist mir gerade Sigourney Weaver eingefallen mit Alien. Also in Alien als Action-Darstellerin, aber das ist halt, ein anderes Genre und meist auch andere Waffen. Die Waffen der Zukunft halt. Weit sind sie sicher nicht weg. Okay. Na, schauen wir mal, was wir jetzt... Also ich speichere erstmal. Und dann... Doch, schaue ich doch mal hier, dass ich mit Fox näher komme. Ja. Ja. Trevor kann ja da oben jetzt auch nicht mehr helfen. Deswegen geht Trevor einfach mal aufs nächste Dach. Dann steigt er dem nächsten aufs Dach. So, und ich würde jetzt vermuten... Bin bereit. Da ist irgendwas. Ein Magazin. Hohlspitz. Ich würde vermuten, dass auch hier noch niemand ist. Moment, ich kann das mit Trevor eben auskundschaften. Ja, da ist niemand direkt. Kann ich also mit Fox auch vor das nächste Haus gehen. Was liegt denn da? 9x18 Hohlspitz. Das wäre noch mehr für die Makarov. Von Ira. Hier. Okay. Yep. Ira, du kannst hier, du kannst auch rennen. Okay. Da hört niemand was Neues, was hier nicht eh schon gehört wurde. Die Tür würde ich jetzt nicht aufmachen. Genau, gehst du mit aufs Dach. Ah, danke, danke, danke. Eine Nachladeinfo ist auch gut. Bin bereit. Könnte ich natürlich auch für einen. Das ist Hohlspitz. Ja, Hohlspitz könnte ich natürlich auch verwenden, aber das lohnt sich... Oh. Hä? Nee, das ist vom... Hä? Warum sehen die anders aus? Das sind andere Magazine, oder was? 9x19 Magazin, Hohlspitz 8 Rounds, das auch. Hm. Dann hätte ich mal die vielleicht da auch mal reinladen sollen, weil ich glaube, in der Form... müsste sie jetzt irgendwie trotzdem mehr bezahlen für das Nachladen. Ja. Ach so, stimmt. Ich habe sie alle nicht umkonvertiert. Das ist ja eine 15er. Die fasst ja 15. Okay, hätte ich alle noch umkonvertieren müssen. Das heißt, das Nachladen war jetzt teurer, aber außerhalb des Kampfes ist ja auch egal. Wobei, kann ich das ja gleich machen. Nee, das passt. Ach, hier sind nur noch 8 drin, weil das ja schon halb leer ist. Ja. Okay.
Okay. Ja, also wenn dann ein Gelbshirt ist, dann kann ich das auch mit Hohlspitz laden und den damit ordentlich wegpusten. Aber erstmal nachladen ist natürlich auch immer so eine Sache. Macht man dann auch ungern innerhalb des Kampfes. Und was leider nicht geht, ist, sich jetzt hier mit Alt zu bewegen. Und in das Fenster sprach's und wurde vom Gegenteil überzeugt. Okay. Okay, gut, dann sieht man das eben doch. Okay. Ja. So, direkt hier vorne ist jetzt auch erstmal niemand. Ich finde es auch eigenartig, dass man die Gegnerleiste gar nicht gesehen hat. So, einmal hoch und dann schleichst du mal hier rüber. Du könntest auch nachladen, aber das ist dann ein anderes Magazin. Yep. Ich werde dann Ira mal die Makarov geben. Das reicht auch, denke ich, für sie. Die hat eine Reichweite, die hat nur eine Reichweite von 9 und die von 11. Ja. Aber sie schießt halt nicht so. Sie ist halt nicht so offensiv beteiligt wie die anderen. Hier. So, okay. Ja. Hier ist nichts zu sehen, kann ich mit Chris weiter vor. Verstanden. Auf einen Tipp von Mörges war, vorm Fenster immer aufrecht lang zu laufen. Bin bereit. Weil man sonst eine relativ gute Chance hat, dass man in den Kopf geschossen bekommt. Weil ja dann nur der Kopf zu sehen ist, wenn man geduckt läuft. So, jetzt können wir hier vielleicht noch jemanden sehen. Tun wir aber nicht. Okay. Stehen wir auf. Nix zu sehen. Nichts und niemand. Okay, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht renne ich mal über den Sektor rüber, weil. Im Moment habe ich irgendwie keine gute Idee mehr jetzt. Ich speichere einfach mal und schnapp mir die. Ja. Und gucke, wo der noch sein kann. Dazu nehme ich vielleicht am besten Grizzly. Naja, wobei er kann jetzt erstmal. Kann Driver hier geduckt zu den nächsten Steinen gehen. Und dann schnappe ich mir mal Grizzly und gehe schon mal irgendwie hier lang. Ja. Da ist überhaupt nichts zu sehen. Ups. Bin bereit. Wo soll denn hier noch jemand sein?
Ja. Bin bereit? Ja. Habe ich mich verdrückt, aber... Ja. Ja. Da ist halt auch überall nichts. Überall einmal nichts. Ja. Vielleicht noch mal hier oben. Irgendwie. Okay, Grizzly, dann... Wo? Bin bereit. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Okay. Da. Da. Und tatsächlich ist es ein gelbschürtiger. Sollen wir das mal probieren jetzt hier? Laden wir die beiden Waffen mit den anderen Munitionstypen. Das war's. Da hätte schon ein... in diesem Sektor. Was liegt denn da? Ich glaube, Ira kommt jetzt auch nochmal. Ah, noch nicht. Genau, da hätte schon ein Schuss gereicht. Weil Hohlspitzmunition, die splittert halt, glaube ich, auf, sofern sie in den Körper eintritt. Und das ist natürlich fatal. Nun, hier ist ein Unikat. In Drassen gibt es tatsächlich eine Kirche. Warum die Herrin sie weiter bestehen lässt, weiß keiner. Aber ich wette, da ist irgendetwas im Busch. Pater Walker meint, sie will den Papst nicht verärgern. Ja, zum Glück schaut er in die falsche Richtung. Sonst hätte er... Ja, nee, das möchte ich aber nicht. Das möchte ich aber nicht. Dass ich sehe, wo die Gegner sind. Der hätte mich jetzt schon auch nochmal überraschen können. Das wäre schon okay gewesen, hätte der mich jetzt überrascht. Okay. Gut, dann bin ich jetzt an der Stelle angekommen, wo ich tatsächlich meine erste Mine in Betrieb nehmen kann. Und das werden wir auch gleich mal machen. Und dazu müssen wir alles mit dem klar. Minenarbeiter sprechen. Wie spät haben wir es eigentlich? 1.05 Uhr. Bettzeit. Und der befindet sich hier drin. Da ist er. Hey, 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 nicht gleich weglaufen. Der sieht von seiner Kleidung. Genau. Von seiner Kleidung her sieht er aus wie ein Gegner. Na hallo. Fred Morris. Minenvorarbeiter hier. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich hatte gehofft, dich zu treffen. Als ich dich sah, wusste ich, dass ich und meine Männer endlich aus den Klauen der sklaventreibenden Diktatorin befreit würden. Sie ist eine Klasse für sich, was Grausamkeiten anbelangt. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, bin ich bereit, die Mine für dich weiter zu betreiben. Ich bringe so viele Männer zusammen, wie ich kann. Und das ganze Erz gehört dir. Du musst aber verstehen, dass viele der Männer Angst haben. Angst davor, dass die Herrin zurückkommt und sie bestraft. Ich werde sie nicht alle überzeugen können. Es wird von dir abhängen. Sie müssen wissen, dass du es ernst meinst. Dass du hier bist, um zu bleiben. Wenn Daytrana diese Stadt zurückerobert, werden die Leute für sie weiterarbeiten, als wäre nichts passiert. Und das kennen sie. So überleben sie.
Du darfst es keinem von uns übel nehmen. Ich bin sicher, du findest dieselbe Einstellung bei den anderen Vorarbeitern und ihren Männern auch. Verdammt! Dieses ganze Land ist voller Hoffnung, aber alle halten sich zurück aus Angst. Genau, so. Man trifft so allerhand Leute. Und bei manchen lohnt es sich sogar. So, und wir haben ein Einkommen. Wir haben damit ein Einkommen in Drassen von täglich 5.328 Dollar bei 74% Loyalität. Das ist das, was er meinte mit, man muss sich das Vertrauen erarbeiten und zeigen, dass man hier ist, um zu bleiben. Genau, und je länger man im Prinzip Drassen hält, desto stärker steigt die Loyalität. Und bei 100% Loyalität bekommt man dann, glaube ich, 7.500. Ich glaube 7.500. Jetzt könnte man das im Dreisatz hochrechnen, aber das wäre jetzt, glaube ich, das, was ich vermute. Oder 7.000. Genau, pro Tag aus der Mine. Und Trevor hat ja einen Tag... Schau her, Kumpel. Dann weißt du, dass du erst das Sahne kriegst für dein Geld. Trevor hat ja beispielsweise einen Tagessatz von 3.500. Also der würde dann von einer halben Mine bezahlt werden, wenn ich ihn pro Tag anheuere. 7.200. Danke dir, Weizenspam. Hast du das jetzt nachgerechnet im Dreisatz oder hast du es gewusst? Das Problem mit den Minen ist nur, dass natürlich irgendwann eine Mine auch leer ist. Dreisatz, genau. Auch leer ist und dann kein Gewinn mehr abwirft. Und die Drassen-Mine ist üblicherweise die erste, die dann nichts mehr gibt. Hier haben wir noch die Sanmona-Mine, die ist bereits aufgegeben. Da gibt es kein Geld zu holen. Aber mit der Drassen-Mine kommt man erstmal ganz gut hin. Weil sie versorgt mir halt meinen Trevor und die anderen. Ich will sie ja nicht schocken, aber die Preise gelten nur für die Vertragsdauer. Die anderen sind halt deutlich günstiger, also die kann ich damit auch noch mitbezahlen. Ich habe mich sehr verbessert. Denkst du nicht auch, dass eine so patente Frau es verdient, besser bezahlt zu werden? Ja, also Trevor ist auch einer meiner Lieblingssöldner, auch weil er so ein großes Fähigkeitsset auch mit sich bringt. Also er kann halt super Schlösser knacken, er kann super reparieren und er ist ein guter Schütze. Er ist klug und lernt dadurch schnell, was auch einen Nachteil hat, ne? Weil er halt auch schnell teurer wird. Ja, aber er ist halt... Er lohnt sich halt aus meiner Sicht. Also ich hätte jetzt auch jemanden nehmen können wie Shadow. Der ist ein absoluter Top-Schütze und ist dann auch sehr gut im Nachtkampf geeignet, weil er weiter gucken kann, weil er ein Night Ops Specialist ist. Möglicherweise kommt er sogar mit einem Nachtsichtgerät oder sowas in einem bestimmten Ausrüstungsset, was man sich auswählen kann, aber der ist halt noch teurer. Und der kann halt die anderen nützlichen Sachen nicht. Und deshalb ist mir Trevor an der Stelle wichtiger. Okay, also ich würde nochmal durch die Häuser rennen und gucken, was ich so finde. Ja. Und mit Trevor renne ich auch gleich mal in die Kirche. Und außerdem schauen, ob es noch ein paar Leute gibt, mit denen ich sprechen kann. Hier ist... Halt. Steht da Walker? Nein. Hier ist diese Tür, die ich schon erwähnt hatte. Und ich glaube, er erzählt auch davon, wenn er getrunken hat, dass er eine Schrotflinte hat. Oh, right on. Auf jeden Fall gibt es halt hier den hinteren Raum. Oh, right on. Und hier gibt's in der Truhe eine Schrotflinte. Halt. Inventar. Genau, die ist jetzt hier als ausgegraut markiert. Die kann ich nicht direkt hier rausnehmen, weil das dann stehlen wäre. Und da muss man dann aufpassen.
Wenn man Gegenstände stiehlt, dann kann das dafür sorgen, dass man Probleme mit bestimmten Zivilisten bekommt oder ich glaube, die Zivilisten dürfen es nicht sehen, weil dann die Loyalität fällt. Ich bin nicht sicher. Also, ja, ich gucke nochmal, wir haben ja jetzt 74. Wenn ich jetzt die Schrotflinte rausnehme. Plus Munition. Jetzt hat es niemand gesehen und es bleibt bei 74. Ich glaube, es ist... Ich bin mir nicht sicher, was es bewirkt. Also bei manchen Zivilisten, die werden dann aggressiv und verteidigen dann ihr Besitz. Es könnte sein, dass andere Zivilisten, wenn das jemand sieht, dass dann einfach die Loyalität sinkt. Aber ich möchte die Schrotflinte halt gerne mitnehmen, weil die auch eine ganz gute Waffe ist hier, besonders am Anfang. Und ja, irgendwann geht Trevor dann jetzt auch die Munition aus für seine Owen. Insbesondere, wenn er dann keine weitere Munition bekommt. Und ich glaube, dieses 45er-Magazin, dieses Mini 40, oder wer ist das nochmal? Ja, 45er MP-Magazin, das gibt's noch nicht so häufig. Ah ja, kann man auch öffnen. Schaue ich gleich nochmal. So, hier ist ein Arzt. Nichts drin? Sanitasche, Pfeil, E-Booster. Ich glaube, die anderen Sachen sind okay. Die kann man, glaube ich, rausnehmen, ohne dass man Ärger bekommt. Hier. Ja. Geld ist da drin. Genau, die anderen sind nicht ausgegraut, aber 980. Wow, das ist ja viel. Ich hab's. Also das Kaffeegeld kann ich auch gut gebrauchen. So, ich hoffe, die Loyalität ist immer noch bei 74. Ja. Jetzt habe ich Walker das Ersparte für die Kirche weggenommen. Alright. Hier. Er hätte es mir bestimmt mit Freuden gegeben auch. Alles klar. Nichts? Ich bin ja hier auch im Dienste des Papstes unterwegs. Inzwischen. Sie sind sich doch im Klaren darüber, dass ich anderes zu tun habe, Elliot? Ja, Eure Hoheit. Ich bedauere die Störung, aber es ist wichtig. Unsere Berichte bestätigen, dass die Rebellen scheinbar mutiger geworden sind. Sie haben Drassen angegriffen. Sie haben Drassen erobert? Aber danach sind sie doch wohl abgeschlachtet worden, oder? Nun, Eure Hoheit, ich bedauere euch informieren zu müssen, dass sie gesiegt haben. Sie haben gewonnen? Gewonnen? Ah, Elliot, Sie Schwachkopf! Schicken Sie mir meine besten Soldaten hinter diesen Kommandos her. Und schicken Sie mir Ihre Köpfe, wenn alles vorbei ist. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja, Eure Hoheit. Ja, armer Elliot kriegt immer wieder auf die Nuss. Die Kirche stiehlt auch, sagst du? Nichts. Das würden sie, glaube ich, vehement von sich weisen. Alles klar. Stehlen ist doch eine Todsünde. Verstanden. Yep. Bereit? Drin?
Fox, geh mal hier hin. Ja. Grizzly hier hin. Türen sehen ein bisschen gepanzert aus. Ja. Medipack ist gut. Davon nehme ich gerne noch ein weiteres mit. Bei denen, die es noch nicht haben. Juhu. Hier. Der geschickte Dieb überzeugt das Opfer freiwillig, will ich Geld zu geben. Nichts. Ja, wenn man es so sieht. Nichts. Kann man sich das so... Yep. Kann man das so auslegen? Nichts drin. Nichts drin. Aber die Kirche... Nichts drin. Macht ja mit dem Geld durchaus auch sinnvolle Sachen. Nichts drin. Abseits vom Glauben, an dem man dann eben glauben kann oder auch nicht. Also abseits von den Sachen, hier, wie irgendwie ihre Angestellten, also ihre Leute zu bezahlen und so. Oder nichts. Sich irgendwelche nichts. Extrem schicken Luxuswillen zu bauen als yep. hoher Kirchenvertreter. Nichts drin. Ich glaube, da werden die Gläubigen auch nicht ganz so mit zufrieden drin. Sein über solche Situationen. Alright, hier. Nichts. Nichts. Okay. Ja. Nichts drin. Nichts drin. Alright. Nichts drin. Nichts drin. Okay. Alright. Alright. Das kann dann schon mal dahin gehen. Ja. Haben Sie zufällig bemerkt, ob Pater Walker in der Kneipe nördlich von hier war? Ja, er ist im anderen Ortsteil. Ich denke, wir alle sollten der Armee der Herren Widerstand leisten. Vielleicht zeigen sie uns, wie man mit Waffen umgeht. Wenn sie glauben, dass es um Rassen schlecht geht, dann waren sie noch nicht in San Mona, eine gesetzlose Stadt, fest im Griff eines Schurken namens Kingpin. Psst, da gibt es einen Mann, Tony, er ist Waffenhändler. Sie finden ihn in San Mona, in einem Hinterzimmer eines Ladens, eines der Läden. Hoffentlich hilft ihnen das weiter. Ich hoffe, Sie brauchen es nie, aber wenn Ihre Soldaten je Medizin benötigen, gibt es ein Krankenhaus in Cambria. Den Ärzten dort kann man vertrauen. Einmal sollten Sie besser vermeiden. Es ist eine Militärstadt, wo es von Soldaten nur so wimmelt. Okay, das waren die Infolines. Und es kamen da einige nützliche Informationen rüber. Nichts. Also einerseits ging es um San Mona, das beherrscht wird von Kingpin. Und wo es den Waffenhändler Tony gibt, dann um Cambria, wo eben das Krankenhaus ist, und Alma, wo die Militärstadt. Bin bereit? Toll. Hat der Pater sein Dorf ausgenommen, ne? Nichts. Für Wein. Nichts.
für ein paar Flaschen Wein die Kirchenkasse geleert. Nichts? Ich setze das Geld jetzt sinnvoll ein. Yep. Und dann geht's bergauf mit dem Dorf. Weg blockiert, okay. Das kriegen wir hin. Ah, so, und da sehen wir auch den Schützen, aber mit dem sprechen wir zuletzt. Oh, der Weg zum Barkeeper ist auch blockiert. Manchmal befindet sich Pater Walker auch hier in dieser Bar. Und manchmal in der Kirche. Bienvenido in meinem bescheidenen Etablissement. Ich bin einer der Wirtsbrüder Santos. Wir sind in ganz Arulco für unsere Drinks bekannt. Den kennen wir schon, ne? Das ist jetzt der Nächste. Ich glaube, Sie haben gehört von uns. Mein Bruder hat erzählt von Ihnen. Sie sind Soldaten. Sie sind gekommen für die Rettung von Arulco. Ich sage, wir Ihnen wünschen beste Glück bei Aufräumen in diesem dreckigen Land. Sie nichts in der ersten festzustellen, dass wir aussehen gleich. Ich das nichts verstehen. Wir doch aussehen völlig verschieden. Absolut, der sieht total anders aus als sein Bruder, den wir schon kennengelernt haben. Der hat... Hier, der Pixel ist anders. Der Pixel ist anders. Das sehe ich. Wir importieren alle unsere Drinks, bis auf die Rum. Rum wurde gemacht in Arulco bevor der Krieg. Und jetzt gibt's kein Rum mehr. Rufen Sie mir, wenn Sie brauchen etwas. Ich weiß zumindest nicht, dass es irgendwo eine Alkoholfabrik gibt, wo dieser Rum produziert wird. Und das müsste Devin sein, wenn ich das hier richtig interpretiere, und der verkauft dann Sprengstoffe. Good day. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Der Name ist Devin Connell. Hast Glück, mich zu treffen. Hab eine erstklassige Auswahl an Ware, die dich vielleicht interessiert. Meine Spezialität ist alles, was in der Luft fliegt. Und zwar handle ich nur mit Sachen, die genau dann in der Luft fliegen, wenn du es willst. Ich kann dir ein paar Dinge zeigen. Man weiß nie, vielleicht hast du doch Interesse. Ja, der Markt für Sprengstoff läuft gut. Die sind schwer zu kriegen, you know? Ich denke, du hast meine Anwesenheit jetzt lange genug genossen. Okay, da gibt's auch einen Logbucheintrag bei ihm. Bei den anderen, Angriff erfolgreich. Um Doreen gekümmert. Devin getroffen, verkauft Sprengstoff. Okay. So, dann schauen wir mal, was er hat. Ja, alles aus erster Hand. Von Top-Experten auf dem Gebiet. Okay, er hat jetzt nicht gerade viel. Shit, no. Für was könnte ich das gebrauchen? Shit, no. Und er kauft nicht mal, er verkauft eine Drahtschere, aber er kauft keine. Das heißt, dem können wir das jetzt auch nicht verkaufen? Shit, no. Für was könnte ich das gebrauchen? Shit, no. Und ich glaube, eine Granate habe ich noch nicht. Also er kauft irgendwas, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob er auch was kauft oder nur verkauft. Das muss man selber werfen, damit es in die Luft fliegt. Was muss man selber werfen? Schaufensterbummel kannst du woanders machen. Der ist schon ein bisschen grummelig, muss man sagen. Okay, also es gibt neue Pistolen, aber keine Gewehre dieses Mal. Es gibt eine weitere Makarov. Ein Heckler und Koch. Leider ganz schön kaputt. Und eine Beretta. Die Beretta ist gut, die hat eine gute Reichweite von 12. Die hat natürlich wieder 9x19 mm, so wie auch die Heckler und Koch. Okay. Und TNT habe ich gefunden. Gut.
Ach so, das Klebeband. Tja, ich weiß nicht. Ja, es fliegt dann durch die Luft, aber nicht in die Luft, ne? Also wenn man es wirft, fliegt es durch die Luft. Das ist richtig. Okay. Ja, aufsammeln und so, das werde ich dann, denke ich, im nächsten Video machen. Wir versuchen jetzt noch was, und zwar speichere ich, und dann versuchen wir noch was, was ich aber eigentlich nicht vorhabe, tatsächlich zu machen. So, ich speichere. Ja, Freakman, ich sag auch gleich gute Nacht. Wenn du jetzt schon los musst, dann wünsche ich dir natürlich eine gute Nacht. Und freue mich dann aufs nächste Mal, wo wir uns wieder hören. Du bist ja wirklich fast jedes Mal dabei. Bist ja auch einer der ganz treuen Zuschauer und Zuhörer. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du immer da bist. Genau. Schlaf gut, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Gut. Devin? Rekrutieren. Shit. No, dich ziehe ich nicht ins Vertrauen. Okay. Es geht. Also, man kann hier nicht, lange nicht jeden rekrutieren, aber man kann Devin rekrutieren. Ich bin mir nicht sicher, ab welcher Führungskraftgrenze das geht. Ja, Trevor hat jetzt nur 27, aber hätte ich jetzt Chris geschickt, wüsste ich jetzt nicht, ob das besser gewesen wäre mit den 35. Verstanden. Wahrscheinlich nicht wirklich. Ich denke, du hast meine Anwesenheit jetzt lange genug genossen. Ja, alles aus. Schaufenster. Also der ist jetzt auch nicht gerade der freundlichste. Aber man kann ihn rekrutieren. Ja. Wahrscheinlich braucht man mehr Führungskraft. Ich wollte die Plätze tauschen, damit sie nicht mehr in der Tür steht. So. Hier. Genau, aber ich weiß aktuell nicht, wie stark der ist. Das könnte man natürlich nochmal eben nachschauen. Wenn ich jetzt eh den Stream beende, dann kann ich, ja, als Händler ist er auch was wert. Das ist definitiv, denn Sprengstoff kriegt man ja sonst nicht und der hat Granaten. Und ich glaube, er ist auch kein so richtig wirklich guter Söldner. Und da können wir ja gleich nochmal gucken. Ich würde jetzt das Spiel beenden, wie gesagt. Gespeichert hatte ich ja jetzt schon. Ich speichere trotzdem nochmal. Schadet ja nichts. Und dann schalte ich mal kurz den Bildschirm um und schaue mal eben auf den Browser. Ich muss den... Ja, gut. Aber ich bin auf jeden Fall gleich wieder da. So, da bin ich wieder und ich habe die Webseite geöffnet vom Jagged Alliance Wiki und hier sehen wir den Devin. Der Devin, der wechselt auch die Position, der ist mal in C5, mal in C6, mal in D13, wo er aktuell ist.
in H2 oder in G9 ist. Frag mich nicht, wo das ist, aber es sind, glaube ich, immer Bars. Und ich glaube, er geht auch hin und wieder rum und ändert seine Position. Widersprich mir, Weizenspam, wenn er tatsächlich dort bleiben sollte. Aber ich glaube, der verschwindet dort auch wieder und man muss ihn dann vielleicht manchmal wieder suchen. Hier steht ja auch A Wandering Dealer. Also ist er eher schon... Du glaubst, er bleibt da. Okay. Okay, es geht ihm vor allem um das Geld, das er hier in der Ruhe macht. Ja. Und hier sieht man auch seine Kampfwerte. Er ist auf jeden Fall gut in Explosives. Hervorragend sogar. Aber jetzt beispielsweise seine Schussqualität ist jetzt nicht so besonders. Aber andererseits, wenn man sieht, wie gut Ira schießen kann mit ihren 57 oder so. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, ihn zu haben. Aber na, dann verliert man ihn eben als Verkäufer. Genau, und hier sieht man, was er verkauft auch. Also er verkauft schon wirklich viel. Er verkauft auch Granaten. Und Granaten, insbesondere Minigranaten, Handgranaten, Stungranaten und auch die 40mm Granaten, das sind Sachen, die man später definitiv gut brauchen kann. Und das will man eigentlich nicht vermissen, denke ich. So, wenn man ihn rekrutiert, weiß ich nicht, ob man die Sachen bekommt. Colt Commander ist natürlich auch eine gute Waffe, wenn er die schon hat. Okay, er mag Speck. Wer ist denn Speck nochmal? Okay. Ist der bei MERC? Speck. Nicht Speck. Nicht mit Speck zu verwechseln. Also ja, ist bei MERC, weil uns wäre die Preisangabe eine andere. Ah. Ich hätte das in den anderen Browser ziehen sollen. So, zum Glück kein Porno offen. Okay. Mag Buns nicht. Er verkauft sogar Mörser, das kann sein. Also hier steht auf jeden Fall der M79 mit dabei.
Moment mal, wie lange war ich denn jetzt schon offline? Wie lange hatte ich denn jetzt den ich bin gleich zurück Screen an? Ich wollte mich gerade verabschieden und habe gerade noch den Freundes- und Feindesbaum versucht zu erklären. So ein bisschen grob. Ach, man kann das ja auch gar nicht so richtig sehen. Ich war die ganze Zeit still. Na super. Na super. Oh, sorry, Leute. Ich bin versehentlich anscheinend auf die Taste gekommen. Und, ja, ich muss mal meinen Ton anmachen im Pausenbildschirm. Dann kann man zumindest mitbekommen, dass ich versuche, mit euch zu reden und es nicht kann. Genau. Hat man noch gehört, dass ich was zum Freundes- und Feindesbaum gesagt habe? Oder zu... Na doch, über Devin hatten wir ja geredet. Da hast du ja auch was geschrieben. Oder? Nee, geschrieben zu Devin hattest du nicht direkt was. Doch, hattest du, klar. Beim Umschalten dann... beim zweiten Mal hast du das mit den E-Mails geschrieben. Okay. Genau, ich hatte gerade noch gesehen, dass dass Devin bestimmte Leute mag und nicht mag. Und da bin ich jetzt auf jemanden gekommen, den ich hier zeigen wollte, also zwei Leute, die ich auf jeden Fall anheuere, und zwar Flo und Biff, weil die extrem billig sind, aber die extrem unbeliebt sind. Also viele Leute hassen Flo und Biff. Und Flo und Biff, die mögen sich aber gegenseitig. Und hier bin ich auf eine kleine Kuriosität gestoßen, und zwar Larry in der Variante S, also der Stoned Larry, der nicht so gut beieinander ist, den mag Biff, und Biff wird auch von ihm gemocht, und Flo wird auch von ihm gemocht, und in umgedrehter Variante hasst aber der normale Larry, der Doktor, Flo und Biff, und Biff hasst ihn auch zurück. Das ist interessant. Also die mögen ihn nur, wenn er breit ist. Das bin ich gerade auf die Kuriosität gestoßen. Und es gibt halt diese relativ komplexen Freund-Feinde-Bäume, und das wirkt sich halt auf die Moral der Söldner aus. Wenn man da einen Feind mit im gleichen Sektor hat, dann mögen die das nicht. Dann sinkt deren Moral schneller, und gleichzeitig steigt auch ihre Moral schneller, wenn sie jemanden dabei haben, den sie mögen. Und wir haben, glaube ich, mit Fox und Grizzly 2, die sich mögen. Jetzt muss ich mal Fox finden. Hier, nee, das ist Ira. Hier ist Fox. Fox lernt Grizzly zu mögen. So, genau. Und dann steigt Foxens Moral schneller. Genau. Wolf passt auch gut. Und Wolf mag wiederum auch, also Grizzly mag Wolf. Aber den habe ich bisher nicht oft gehabt. Genau, da orientiere ich mich auch immer so ein bisschen zumindest, um meine Teams zu bauen. Und von den Söldnern, die ich aktuell angeheuert habe, hat auch keiner ein Problem mit Biff und Flo. Das kann sich aber noch ändern. Okay, gut. Zurück zum Schluss. Ein halbes Studium, ja. Der Robot wird von allen gemocht. Oder alle haben keine Beziehung zum Robot. Anscheinend. Das war's. Ich danke euch, die noch zugeschaut haben. Ich sehe ja, es sind noch drei. Und auch besonders danke dir an dich, Weizenspam, dass du wieder so aktiv mitgeschrieben hast.
Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht und werde nochmal zum Monguser umschalten, denn der streamt auch gerade wieder Jagged Alliance 2. Und zwar auf Englisch. Und wenn ihr ein bisschen weiter schauen wollt noch, Jagged Alliance, dann schaut doch bei ihm rein. Und ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß, vielleicht bei ihm. Oder eine gute Nacht. Und danke euch fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.